Frederik Neuber hat, also ist an der BBAW, um das vielleicht gleich direkt zu sagen, für den Bereich Digital Humanities im Referat Telota, also Electronic Life auf der Academy, zuständig oder koordiniert das. Ist dann eine ganze Menge von verschiedenen Editionen und Editionsvorhaben beteiligt und gibt übrigens auch eine sehr spannende, schöne Lehre bei uns hier an der HU zur digitalen Edition. Sie hat Italienwissenschaften studiert und Editionswissenschaften und vielleicht kurz zu sagen, um das abzurunden, wurde auch 2020 in Köln und Graz in Digital Humanities genau eben zur digitalen Edition promoviert. Genau, und damit gebe ich gleich erstmal das Wort direkt ab an Friederike. Ja, danke Thorsten für die Einführung und auch für die Einladung. Ich bin ja jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr im Kolloquium und das als nur ungefähr ein Viertel Historikerin. Ja, ich habe diesmal auch keine Folien, sondern spreche nur und ja, dann fange ich einfach mal direkt an. Und zwar möchte ich mit meinem Statement jetzt noch keine konkrete Standortbestimmung der digitalen Edition in den Geschichtswissenschaften vornehmen. Das wollen wir ja gemeinsam heute machen. Ich habe mich jetzt stattdessen an einer Frage orientiert, auf die wir uns unter uns Referentinnen im Vorfeld geeinigt haben als Ausgangspunkt für die Diskussion. Genau, und zwar lautet diese Frage: Brauchen die Geschichtswissenschaften ihre eigene spezifische digitale Editionstheorie und Praxis? Und was diese Frage implizieren kann, ist zum einen eben, ob sich die Geschichtswissenschaft von anderen Fächern im Bereich der Editorik abgrenzen sollte, wobei das dominierende Fach im Bereich der Editionen natürlich die Literaturwissenschaften sind. Und deshalb könnte die Frage eigentlich auch lauten, brauchen die Geschichtswissenschaften eine von den Literaturwissenschaften unabhängige Editionstheorie und Praxis? Die Frage kann aber auch auf einen möglichen Unterschied zwischen dem geschichtswissenschaftlichen und dem philologischen Umgang mit Quellen hindeuten, falls es denn so einen gibt oder eben geben sollte. Und sie kann darauf hindeuten, dass die Geschichtswissenschaft sich weniger mit der Erstellung von Texten befassen sollte, als die Quellen inhaltsorientiert zu erschließen. Jetzt zu meinem Standpunkt. Ich werde jetzt in 5 Punkten und sehr knappen Erläuterungen darlegen, warum es meiner Ansicht nach keine dezidiert geschichtswissenschaftliche Editionstheorie und Praxis braucht. Erstens, Quellen entspringen keiner Disziplin und gehören damit auch zu keiner Disziplin. Ich sehe keine oder nur geringen Sinn darin, die Relevanz von Quellen und damit auch deren Edition auf eine einzige Fachdisziplin oder einen zu engen Blickwinkel zu beschränken. Beispielsweise sind die meisten historischen Schriftstücke auch für die Linguistik und die Kulturwissenschaften relevant. Und gleichzeitig behandeln die Literaturwissenschaften, wenn sie beispielsweise historische Dokumente wie Briefe oder Tagebücher edieren, diese eher wie historische und nicht wie literaturwissenschaftliche Quellen. Punkt 2. Editionen sind zeit- und ressourcenintensiv. Das klingt jetzt vielleicht erstmal zu praktisch gedacht. Aber Editionen zu erstellen, ist ja ein sehr zeit- und kostenaufwendiges Unterfangen und es macht daher aus meiner Sicht keinen Sinn, Editionen zu erarbeiten, die zwar für die Geschichtswissenschaft nützlich sind, für alle anderen Disziplinen aber keinen Wert haben könnten. Punkt 3. Als Erschließungsformen einer Edition sind historisch und philologisch keine Gegensätze, sondern wirken idealerweise zusammen. Meiner Ansicht nach berücksichtigt eine gute Edition sowohl die Historizität eines Dokuments als auch dessen Textkonstitution. Konkret heißt es, jede Edition entscheidet sich für einen bestimmten Umgang mit dem Text und ist damit im weitesten Sinne auch philologisch. Gleichzeitig ist der Gegenstand einer Edition immer ein historisches Dokument, dessen Historizität im Sinne der editorischen Überlieferungskritik berücksichtigt werden müsste. Punkt 4. Deutung folgt auf Befund bzw. die Erschließung der Inhalte auf die Erschließung des Textes. Historikerinnen interessieren sich sicherlich mehr für Inhalte als für Text. So viel steht fest, weil nur in den Geschichtswissenschaften konnte überhaupt eine Editionsform wie das Regest entstehen, also eine sehr verkürzte inhaltsbezogene Wiedergabe eines Dokumentes, was in den Literaturwissenschaften undenkbar wäre.
Historische Inhalte und Fakten ergeben sich aber stets aus der Quelle und ihrem Text und sind im Idealfall auch stets darauf rückführbar. Denn Deutungen sind abhängig von ihrer Zeit und ihrem Kontext. Fünftens. Editionen sind in ihrem Wesen transdisziplinär. Die Editionswissenschaft ist ja mehr Methode als Fach und dabei, wie die Digital Humanities, transdisziplinär angelegt. Die Editionswissenschaft entfaltet daher ihre größte Kraft im Austausch der Disziplinen, nicht durch Mauern, die zwischen den Disziplinen gezogen werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keinen Raum für fachspezifische Diskurse geben kann, das ist ja klar. Genau, und damit komme ich schon zum Ende, und zwar mit einem Zitat des Diplomatikers Theodor Schiefer, der gesagt hat, ein Editionsband sollte eine Klaviatur sein, auf der Historiker und Diplomatiker, Juristen und Philologen mit wünschenswerter Sicherheit spielen können. Ja, das war's von mir. Ja, danke, Friederike. Ich glaube, da war schon eine ganze Menge dabei, wo sich dann trefflich streiten lässt. Und ich beiß mir gerade ein bisschen so auf die Lippe, dann nicht jetzt gleich loszulegen, sonst als nächstes jetzt dann Patrick Sahle das Wort zu geben, den ich glaube nicht vorstellen zu müssen, aber das ganz kurz mache, dass er aktuell oder jetzt sozusagen seit 2019 die Professur für Digital Humanities an der Bergischen Universität in Wuppertal innehat, davor lange Zeit in Köln tätig war, zumindest in drei Bänden erschienene Dissertation zu Editionen geschrieben hat und auch sonst eigentlich alles weiß und kennt, was Editionen angeht. Und was vielleicht noch wichtig ist, ist, glaube ich, 100% oder sagen wir so 70-80% Historiker, also sagen die Historikerrate steigt dann, zumindest was die Ausbildung angeht, nochmal erheblich. Und von daher werden wir gleich sehen, aber direkt reagiert. Ansonsten erstmal dein Statement und dann diskutieren wir das, was Frederik gesagt hat und was du sagst und die anderen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich ein guter Einstieg, 70% Historiker. Das ist ja nur so eine Selbst- und Fremdzuschreibungssache und das ändert sich ja von Zeit zu Zeit. Ich bin ja 20 Jahre lang rumgelaufen und habe behauptet, ich wäre kein Historiker. Und dann hat man mich zum Professor an einem historischen Seminar gemacht und jetzt unterrichte ich Geschichtsstudenten. Also muss irgendwas doch dran sein. Und was ich andererseits jetzt aktuell mache, ist, wir haben ja einen Graduiertenkolleg Editionen, ne? Und wir haben einen Masterstudiengang Editionen. Das heißt, eigentlich mache ich den ganzen Tag Editionssachen, aber die dann eben interdisziplinär, weil das Graduiertenkolleg und der Masterstudiengang haben natürlich nichts mit Geschichte zu tun. Ne? So, jetzt mein Statement. Das ist unabgesprochen mit Frau Neuber, aber total repetitiv. Also irgendwie der Weltgeist hat uns beide fest in seinem Bann. Zwei Dumme, ein Gedanke heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Und auf Englisch heißt es genau andersrum. Great minds think alike. Kann sich dann jeder aussuchen, was... Ja, wir sind Anglophon, würde ich sagen. Was davon zutrifft. Ne? Gut, so, also. Wieso klickt das hier nicht weiter? Doch, tut es ja. Also, jetzt erstmal das hier für die empirische Basis. Ne? Es gibt ja Kataloge von digitalen Editionen. Und sozusagen das Interdisziplinäre ist, oder die These 1, es gibt keine geschichtswissenschaftlichen Editionen, wird dadurch belegt, dass es ein Katalog ist, ne, der umfasst halt alle Disziplinen. These 2, es gibt geschichtswissenschaftliche Editionen, wird dadurch belegt, dass der Katalog nach Fächern unterscheidet. Ne? Also wenn man da reinguckt, von 757 verzeichneten Editionen sind 353 aktuell historische. Jetzt fragen Sie sich natürlich, wie man das macht. Und die Antwort ist, ja, ich mache das. Wobei der Witz ist, es ist mir nie schwer gefallen zu sagen, das ist eine historische Edition und das ist eine philologische oder literaturwissenschaftliche Edition. Und seit 2 Jahren macht die Einträge ja nicht mehr ich, sondern eine Kollegin von mir, die das Graduiertenkolleg dafür sponsert. Und auch die hat nie ein Problem damit gehabt, das zuzuordnen. Also das scheint rein empirisch von der Beobachtungsseite her gar nicht so schwierig zu sein, den Unterschied zu machen oder festzustellen. Also jedenfalls bilden wir uns das ein. Wir haben ja keine Kontrollgruppe, die das anders machen könnte. Gut, so, jetzt wird es repetitiv. Was Frau Neuber auch schon gesagt hat, die Quellen sind für alle da. Die Technik ist fachblind. Digitalisierung, TI, Normdaten, RDF, die kennen keine Fächer. Es gibt eine allgemeine Theorie der Erschließung. Editionen sind komplexe, langwierige Unternehmen und wir sollten Doppelarbeit vermeiden. Deswegen sollten wir Editionen für alle Fächer machen und wir sollten damit interdisziplinäre Forschung anstoßen und fördern. Und deswegen brauchen wir eine einheitliche, umfassende, interdisziplinäre Theorie der Edition und nichts anderes, wie Frau Neuber gesagt hat.
Auf der anderen Seite, ich halte ziemlich viel Pluralismus aus, auch in mir selbst sozusagen. Es ist so, jedes Fach hat seine Quelle. Es ist nicht so, dass jedes Fach jede Quelle edieren würde. Nein, es gibt Quellen, die werden von der Geschichte ediert und es gibt Quellen, die werden von der Musikwissenschaft ediert und es gibt Quellen, die werden von der Philosophie ediert und es gibt Quellen, die werden von der Literaturwissenschaft ediert. Und das ist erstaunlich distinkt. Und wenn man ganz kritisch ist, wie wir das ja heute im Jahr 2021 sind, gibt es Menschen, die sagen, nein, 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 Technik ist überhaupt nicht naiv und neutral, sondern Technik ist von Menschen gemacht und Menschen haben Perspektiven. Und die TI hat eine Schieflage hinsichtlich bestimmter Fächer und Ontologien werden aus Fachperspektiven gemacht und sind diesen Fachperspektiven verhaftet. Es gibt auch eine abweichende Praxis der Erschließung. Wenn Historikerinnen eine Quelle erschließen, tun sie oft etwas anderes, als wenn Literaturwissenschaftlerinnen eine Quelle edieren. Das führt natürlich dazu, dass wir in diesem interdisziplinären Feld von Edition letztlich alle Dilettanten sind. Wir können nie alle alles und deswegen haben wir Stärken und Schwächen in bestimmten Bereichen und können eigentlich nur das, was wir können, wirklich gut. Und das andere können wir nicht. Und die Frage ist, ob wir das dann tun sollten oder nicht besser bleiben lassen sollten, bevor wir es schlecht machen. Und letztlich machen wir Editionen, um unsere eigene Forschung zu fördern. Und das ist Fachforschung sehr häufig. Das heißt, wir brauchen Editionen für die Geschichtswissenschaft und für die Geschichte. Damit meine ich zum Beispiel auch die Vermittlung an das weitere Publikum. Ne? Denn auch die wollen ja sozusagen geschichtliche Quellen am Ende benutzen können, nachdem sie sozusagen heruntergebrochen sind von der wissenschaftlichen Studienausgabe in die Leser- und Volksausgabe, die es noch früher gab. Gut, jetzt kann man das ein bisschen auflösen, indem man sagt, okay, Editionen, da gibt es sozusagen das Phänomen der Erschließungstiefe. Es gibt basische Operationen und es gibt fortgeschrittene Operationen und noch weiter fortgeschrittene Operationen. Und dann könnte man sowas sagen wie, je basischer die Operation ist, umso weniger fachspezifisch ist das. Also die Bilddigitalisierung im Archiv und in der Bibliothek, da könnte man sagen, das hat eigentlich nichts mit Fächern zu tun. Und das Goethe-Manuskript wird nicht anders digitalisiert als das Rechnungsbuch. Das heißt, da wäre eigentlich wenig fachspezifisch. Aber hinten raus, Kritik, Textkritik, Sachkritik, da würden wir wahrscheinlich empirisch feststellen können, dass Leute unterschiedlich agieren, arbeiten und unterschiedlichen Regeln folgen. Das kann schon bei der Transkription anfangen, dass vielleicht die Fächer verschiedene Transkriptionsregeln haben und das ist ja ein relativ basischer Prozess. Ich würde mir diese Skizze eigentlich so mehr als Scatterplot vorstellen, also als Menge von Punkten, die durchaus abweichen können von dieser Linie. Die Linie ist also wirklich nur die idealisierende Vereinfachung eines Scatterplots. Also das ist zum Beispiel in der flachen Erschließung auch manchmal fachspezifische Dinge gibt und dass es manchmal sehr unfachspezifische Dinge gibt, die aber auf einer sehr hohen Erschließungstiefe liegen, wie zum Beispiel Named Entity Recognition. Da könnte man ja argumentieren, dass eine Person ist für die Literaturwissenschaften und für die Geschichtswissenschaften. Das ist ein relativ später Erschließungsschritt, aber der wäre dann immer noch nicht so fachspezifisch, aber das kann man im Detail auch anders diskutieren. Die interessante Frage für heute scheint mir auch zu sein, das ist ja so aufgeworfen worden, was bleibt von der Edition? Und gibt es eine Grenze in der Edition? Was ist eigentlich Edition und was ist eigentlich nicht Edition? Gibt es Prozesse vor der Edition, hinter der Edition und außerhalb der Edition? Gelingt es uns also, die Edition als ein kohärentes Unternehmen zu verstehen, das den Prozessen sozusagen einen Ort gibt und damit auch kartieren kann, welche Prozesse vielleicht außerhalb dessen liegen, was wir eine Edition nennen? Und verbunden damit ist natürlich wieder die Frage, die ja auch im Raum steht, ist eine Edition ihre Daten oder ihre Publikation? Und wenn das so ist, dann wissen wir, dass die Datenseite sehr viel durchlässiger ist als die Publikationsseite und dass die Frage also eigentlich zweimal gestellt werden kann. Und deswegen stelle ich die Frage nochmal sozusagen zugespitzt und provokant auf diese Weise, nämlich brauchen wir denn den Begriff der Edition noch oder kann der weg? Und es gibt anscheinend verschiedene Faktoren oder Aspekte, die uns glauben lassen könnten, dass dieser Begriff der Edition nützlich und produktiv ist. Und es gibt Aspekte, die uns glauben lassen könnten, dass dieser Begriff sinnlos ist und vielleicht keine Funktion mehr hat. Und diese Aspekte lassen sich vielleicht auch danach gruppieren, dass sie was mit Publikation zu tun haben oder dass sie was mit Daten zu tun haben. Das heißt, wenn wir sagen, eine Edition ist dadurch bestimmt, dass sie ein Ziel verfolgt, dass sie ein Edendum, ein zu edierendes hätte, wie wir das im Graduiertenkolleg sagen, dann ist die Edition natürlich fassbar als Objekt.
Wenn wir sagen, die Edition hat sowas wie eine Medialisierung und Interface, dann bleibt sie fassbar als Objekt und dann bleibt der Objektbegriff sinnvoll. Wenn wir sagen, die Edition leistet eine Kontextualisierung, und zwar möglicherweise eine subjektive Kontextualisierung, dann bleibt die Edition als Begriff und Objekt gut erhalten. Wenn wir sagen, es geht bei einer Edition darum, dass etwas fassbar bleibt, dass etwas accountable ist, wie man auf Englisch ja heute oder auf Neudeutsch heute sagt, und dass es darum geht, Qualitätssicherungsprozesse an ein Objekt anlagern zu können und auch Kreditierung für Leistungen vornehmen zu können, dann spricht es alles dafür, dass das Objekt Edition noch einen Sinn hat. Wenn wir aber sagen, Edition ist ein stark modularisierter Prozess von einzelnen, sehr differenzierten, verschiedenen Schritten, dann löst sich der Begriff vielleicht auf in diese spezialisierten Prozessschritte. Und wenn wir sagen, am Ende gibt es nur Daten und Annotationen, und zwar frei flottierend im Web der Daten, dann brauchen wir diesen Begriff der Edition vielleicht nicht mehr, weil wir ja auch davon ausgehen, dass mit diesen Daten weitergearbeitet werden sollen, rekonfiguriert, Mashup, rausgenommen, analysiert, und dann löst sich der Begriff der Edition auf. Aber das sind sozusagen die Pole, die ich nur zur Diskussion stellen wollen würde und die ich nicht beantworten kann. Das war's. Danke, sehr schön. Damit haben wir noch ein bisschen mehr Futter für die Diskussion, wo man ebenso gleich direkt einsteigen wollte, könnte. Aber wir haben ja noch weitere Stellungnahmen und Diskutanten. Und die nächste ist Charlotte Schubert, die Sie auch sicherlich alle kennen. Alte Geschichte, bis vor kurzem in Leipzig den Lehrstuhl vertreten und seit diesem Jahr dann, wenn ich das richtig gesehen habe oder wir richtig gesehen haben, marketiert. Aber trotzdem nichtsdestoweniger rundum aktiv, gerade was sagen Digital Humanities angeht und auch sagen, digitale Textarbeit, digitale Editionen und mit solchen Projekten wie in Digital Plato, Canonical Text Services und so weiter. Und das sozusagen als ganz kurze Vorstellung, weil es geht ja vor allen Dingen darum, was Sie sagen, und damit hätten Sie jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Hildmann. Ich hoffe, man hört mich auch korrekt. Ich will auch gleich mit meiner These einsteigen. Und meine These ist, die historisch-kritische Edition klassischer Art in Print ist nach wie vor unverzichtbar. Sie kann durch eine digitale Edition weder ersetzt, repräsentiert oder verdrängt werden. Warum sehe ich das so? Eine historisch-kritische Edition ist eine wissenschaftliche Arbeit, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, und immer sowohl Ausdruck eines Prozesses wie auch eines ganz bestimmten Stadiums in diesem Prozess. Ziel ist ja unter anderem eben Veränderungen beispielsweise in der semantischen Matrix zu erschließen. Und gerade in den Altertumswissenschaften schauen wir auf 2500 Jahre Editionspraxis und parallel dazu auch eine entsprechende Diskussion über die richtige Art des Edierens. Und weil wir eben von den meisten Texten so zwischen 10, manchmal 100, und denken Sie mal an Aristoteles, da haben wir circa 1000 Handschriften. Das trifft übrigens auch auf die Inschrift und Papyri zu, dass wir da eben oft so viele verschiedene Versionen haben. Müssen wir immer davon ausgehen, dass Aussagen und Repräsentationsformen Ausdruck der jeweiligen technischen Möglichkeiten einer Zeit sind und entsprechend ihrer Textkritik und Erkenntnispraktiken. Und jede Edition ist ein Konstruktionsprozess. Und wenn ich vor diesem Hintergrund jetzt mal vergleiche, digitale Edition, also der heutige Stand, und klassische kritische Print-Edition eines antiken Textes, und ich mache das jetzt wirklich nur ganz allgemein, ich hoffe, dass wir dann in der Diskussion dann noch auf Details kommen, so wie Vergleichen, Abhängigkeiten, Autorschaft. Also wenn ich das so ganz allgemein mal vergleiche, dann würde ich sagen, für die digitale Edition sprechen, also da gibt es eigentlich keinen wirklichen qualitativen Mehrwert. Und mit diesem qualitativen Mehrwert meine ich eben auch sowas wie automatische Extraktion, Markup, OCR, HTR. Es ist meines Erachtens tatsächlich so, dass wir nur wirklich quantitative Aspekte ins Feld führen können, wenn wir hier über die Vorteile einer digitalen Edition sprechen. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben also in den Altertumswissenschaften, wenn wir uns mit griechischen, lateinischen Texten beschäftigen, haben wir ja 2500 Jahre, auf die wir schauen müssen. Wir haben dann eben die Überlieferung aus der Antike, dann haben wir aus dem Früh-, Hoch- und Spätmittelalter die Handschriften und wir haben eben unsere modernen Editionen. Das müssen wir alles mit einbeziehen. Und
da kann man natürlich digitale Repräsentation machen und ich spreche hier von Repräsentation und nicht Edition, aber ich sehe eben trotzdem keinen großen Mehrwert in einer digitalen Edition. Ich würde höchstens so weit gehen zu sagen, da ist ein Versprechen für die Zukunft, das ich natürlich keineswegs gering achte. Aber derzeit kann ich jedenfalls guten Gewissens sagen, für die antiken Texte kenne ich bis jetzt keine digitale Edition, von der ich sagen würde, dass ich damit besser arbeiten kann als mit einer kritischen Print-Edition. Was ich allerdings auch sagen kann, ich verwende digitale Tools zur Ergänzung und Erweiterung meiner Arbeit mit klassischen Print-Editionen. Und daher ist eben mein Plädoyer, wir sollten das Beste aus beiden Welten nehmen, der Print-Welt und der digitalen Welt und dann damit arbeiten. Und wie kann das aussehen? Also die wichtigste Vorarbeit, wenn man über Editionen spricht, als Grundlage eben dann einer Transkription und dann einer wissenschaftlichen Edition, ist das Vergleichen. Das Vergleichen der Handschriften, die Kollationierung und dann das Bestimmen des Verhältnisses der Handschriften untereinander. Und für die Altertumswissenschaften, insbesondere eben für unsere griechischen Texte, kann ich ja nur sagen, da zählt jedes Detail, insbesondere wenn es um altgriechische Texte geht, die Diakritika. Also das geht jetzt gegen die Normalisierung, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Also jedes winzige Detail ist für eine kritische Edition absolut notwendig. Und da können wir, in dem Bereich können wir uns die klassische kritische Editionsarbeit mit digitalen Tools erleichtern. Und wir können unsere Arbeitstechniken auch erweitern. Also wir haben in Leipzig ein Projekt gehabt, ein DFG-Projekt, E Comparatio. Damit kann man also ganz unbegrenzt viele Texte vergleichen, insbesondere auch altgriechische, bis auf die Ebene der Diakritika. Und man kann diese Unterschiede dann synoptisch visualisieren. Und so ein solches Vorgehen ermöglicht einen Vergleich von der Spätantike, den mittelalterlichen Handschriften über verschiedene Printeditionen, beginnend eben auch mit der Frühzeit des Druckes, also Stichwort die Aldinen, bis zu den heutigen aktuellen Printeditionen. Und was man so machen kann, ist, dass man hier ein Kontinuum der Textentwicklung abbildet. Und das ist wiederum ein Zugang, der geht über den herkömmlichen tatsächlich hinaus. Und wichtig ist mir hierbei der Punkt, dass wir auf diese Art und Weise die Statik einer klassischen Print-Edition mit Hilfe digitaler Tools auch neu definieren können. Wir können sie ergänzen und erweitern. Und wenn wir so arbeiten, wie gesagt, dann können wir das Beste aus beiden Welten nehmen. Und dann haben wir einen echten Gewinn. So, das wäre es jetzt erstmal von mir. Herzlichen Dank, Frau Schubert. Genau, dann haben wir ja sozusagen, wir sagen unseren Blumenstrauß an Meinungen, Punkten, an Dingen, die wir alle, glaube ich, sehr gern sehr schnell diskutieren würden, erweitert sich und wird jetzt noch breiter, hoffentlich, denke ich, mit Christian Thomas, der neuere deutsche Literatur und Philosophie an der HU studiert hat, seit 2010, also ich versuche das immer ganz knapp zu machen, an der BBAW, also an der Berliner Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist, da am Deutschen Textarchiv dabei war und jetzt vor allen Dingen seit 2017 die sicherlich auch allen bekannten Alexander von Humboldt auf Reisen Edition oder das gesamte Vorhaben dann betreut. Christian. Vielen Dank, lieber Thorsten, für die Vorstellung und die Einladung. Ich lese mein Statement ab zur Abwechslung. Vorab kurz zu meiner Position. Wie gehört, ich bin Literaturwissenschaftler, Editionsphilologe und Digital Humanist. Meine Beobachtungen zu Editionen in und aus den Geschichtswissenschaften sind also fachlich gesehen die einer außen- bzw. begleitenden Perspektive. Ich arbeite an der BBAW an historischen Corpora sowie textkritischen digitalen Editionen, die beide auch für historische Forschung bereitgestellt werden. Durch meine Arbeit im Zentrum Sprache der BBAW, vor allem dem Deutschen Textarchiv mit Schwerpunkt 16. bis 19. Jahrhundert, aber auch dem DWDS, Schwerpunkt 20. bis 21. Jahrhundert mit sehr großen Print- und vor allem großen Zeitungs- und noch größeren Webcorpora, kenne ich die Anforderungen und den Bedarf an nachnutzbaren Forschungsdaten. In diesem Zusammenhang, vor allem innerhalb des Infrastrukturprojekts ClarinD und allgemeiner bei der fortlaufenden Entwicklung des TEI-basierten DTA-Basisformats, ging es auch um die aktive Unterstützung der Fachwissenschaften bei der Herstellung von interoperablen Corpora und Editionen. Mein Beitrag zielt also auf die Bereitstellung von digitalen Texteditionen und Corpora zur möglichst disziplinenunabhängigen Nutzung. Der Schwerpunkt liegt auf dem 19. Jahrhundert und dem Bereich der gedruckten und handschriftlichen Überlieferung literarischer und wissenschaftlicher Texte.
egal ob diese also literarisch, wissenschaftlich, epistolarisch und so weiter sind. Und ich nenne diese verkürzt Quelleneditionen. Und für diesen Bereich kann ich mit Bezug auf die Ausgangsfrage, wie ist es aktuell um die digitalen Editionen in den Geschichtswissenschaften bestellt, nur meine erschütternden Beobachtungen wiederholen, die ich 2018 auf dem Historikertag zur Diskussion gestellt habe. Nicht aus Mangel an Vorbereitungszeit wiederhole ich diese, sondern weil sie im Wesentlichen genauso immer noch Bestand haben. Grundlage war damals eine Auswertung der bei Hazard zu Kult und anderen Portalen angekündigten bzw. besprochenen Editionen von und für die Geschichtswissenschaften. In der Regel werden demnach Editionen in den Geschichtswissenschaften nicht digital oder hybrid, sondern gedruckt publiziert. Quelleneditionen publizieren Verlage, Closed Access, allenfalls mit Moving Wall. Die Aufbereitung der Daten für diese Editionen, das gilt im Übrigen auch für viele digitale Editionen, folgt dem Printparadigma. Auch gemeinfreie Texte werden neu herausgegeben und sind im Anschluss in der Regel für die Nachnutzung und computergestützte Auswertung gar nicht oder nur wiederum kostenpflichtig verfügbar. Die Forschungsdaten, die der Edition zugrunde liegen, werden in der Regel nicht parallel publiziert. Sie werden aufgrund rechtlicher Beschränkungen oder zumindest Unsicherheiten darüber nicht weitergegeben und werden oft nicht einmal aufbewahrt. Die Regel ist also, dass Nachnutzung nicht mitbedacht wird. Es bleibt nur die Endstufe, die layout-orientierte Satzfahne. Und dadurch muss für die Nachnutzung bzw. computergestützte Auswertung der edierten Primärtexte die Printpublikation komplett retro-digitalisiert werden. Das heißt, selbst bei einer rechtlich möglichen Nachnutzung der Daten entsteht ein erheblicher, in der Breite von niemandem leistbarer und vollständig vermeidbarer Kurationsaufwand. Die Geschichtswissenschaften sollten daher aus meiner Sicht überhaupt erst einmal eine Praxis des digitalen Edierens flächendeckend etablieren und sollten dabei Nachnutzung mitbedenken und möglich machen, beziehungsweise fordern und fördern, zum Beispiel, indem die Primärtexte aus den Verlagspublikationen parallel zu deren Erscheinen unter einer möglichst freien Lizenz mitveröffentlicht werden. Nebenbemerkungen, Vorwort, Nachwort, Kommentar, Forschungsbeiträge etc. blieben als Mehrwert der Printpublikation erhalten. Dabei sollte sich die Geschichtswissenschaft an bestehenden Standards und Best Practices orientieren und also so generisch wie möglich sein, selbstverständlich unter Berücksichtigung von Projekt- bzw. quellenspezifischen Anforderungen. Des Weiteren sollte sie ihre Editions- und weiteren Forschungsdaten in allgemein zugänglichen, nicht eng fachspezifischen Repositorien publizieren. Diese Schritte muss die Geschichtswissenschaft aus sich heraus aktiv gehen. Die zuweilen beobachtbare Service-Mentalität, das machen die Verlage für uns, das die Bibliotheken, jenes die Archive und der Rest müsste doch nun endlich mal aus den Digital Humanities kommen, führt nicht weiter. Man verbleibt in Abhängigkeit und fehlender Selbstständigkeit. Daher ist meine Antwort auf die Frage, ob es eine spezifisch geschichtswissenschaftliche digitale Editionstheorie und Praxis geben sollte, zumindest für den von mir skizzierten Bereich eindeutig nein. Erstmal den Anschluss finden an etablierte digitale Theorie und Praxis. Digitale Editionen, unabhängig vom fachlichen Hintergrund der ErstellerInnen, sollten ohnehin philologisch und historisch orientiert sein, worauf ja auch schon Friederike Neuber hingewiesen hat. Bislang geben wir im Editionsprozess ohne Not Daten verloren, für deren Redigitalisierung bzw. digitale Kuration wir keine Kapazitäten haben, von denen wir als fächerübergreifende Community aber sehr profitieren würden. Vielen Dank. Oh, jetzt werde ich den Schalter finden. Danke, Christian. Und wir vervollständigen unser Tableau jetzt noch mit Georg Vogler. Er beübrigt sich dann genauso sagen, dass man darauf hinzuweisen, dass man ja eigentlich nicht vorstellen braucht, hat historische Hilfswissenschaften, Mittellatein, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und öffentliches Recht studiert und ist seit 2016 Professor für Digital Humanities am Zentrum für Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften in Graz und ist unter anderem für Monasterium mitverantwortlich und hat zuletzt, weil ich darauf noch hingewiesen, einen tolles ERC-Grant einwerfen können, wo es genau sozusagen auch um den Zugang geht, sagen von Digital to Distant Diplomatics, wo es also sagen nochmal um die Anwendung sagen von neuen Methoden und gerade Machine Learning und so weiter auf diese Arten von Texten geht. So, und ist genauso in vielen Editionsvorhaben unterwegs. Oder, Georg? Das würde er uns gleich selber sagen. Ja, hoffe ich doch.
Ja, nein, ich werde jetzt nicht meine ganzen Editionsformen aufzählen und so weiter. Ich werde jetzt als erstes sagen, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich und Thomas, wir sind ja irgendwie, Christian, wir sind ja irgendwie schuld, dass wir dass das Ganze passiert ist, weil wir uns irgendwie nicht gekammelt haben auf der Göttinger virtuellen Tagung. Also vorausgeschickt, ich greife jetzt niemanden persönlich an. Ich hätte notfalls alles unterschreiben können, was ich bisher gehört habe. Manches etwas großzügiger, leichter, manches weniger leicht, will aber trotzdem eine ganz andere provokante Position, hoffentlich provokante Position einnehmen. Und auch ich argumentiere jetzt als Historiker und jetzt kommt ein bisschen eine kleine Geschichte, persönliche Geschichte von mir mit durch. Ich fange mit einer Rechnung an. Die ist Ende des 19. Jahrhunderts ediert worden. Dieses ediert worden würde jetzt, glaube ich, alle Philologen im Raum hier würden jetzt sagen, Pickel kriegen, wenn sie dazu das Wort edieren dazu sagen. Richard Knipping hat es ausführlich begründet. Und wenn man die Begründung sich durchliest, und ich habe sie sogar dabei, wir können sie nachher durchlesen, dann merkt man sehr schön, wie er auch diese Skala, die der Patrick angedeutet hat, benutzt. Wie er sagt, es gibt Teile dieser Rechnung, die brauche ich nicht wörtlich abzuschreiben. Da reicht es, wenn ich so eine Tabelle mache. Das ist informativ genug. Und da gibt es andere, die Ausgaben, wo jede Geschichte, die da erzählt, jeder Eintrag super spannend ist. Das ist etwas, was wir, glaube ich, liebe Philologinnen und Philologen, ich provoziere, euch bewusst machen müsst. Es gibt historisches, geschichtswissenschaftlichen Zugang zu Editionen schon immer. Und der ist nicht davon geprägt, dass man irgendwie sagt, die Philologen haben Editionen erfunden und wir wenden sie jetzt nur an, sondern die haben schon lange ein eigenes Verständnis. Sie sagen es nicht so sehr. Man merkt es auch nicht so sehr, gebe ich gerne zu, dass man es nicht immer merkt. Und das beruht unter anderem auf etwas, was ich hier in jetzt einer Grafik versuchen will, zu erläutern. Historiker, Historikerin interessiert sich für das, was die Leute in der Vergangenheit getan haben. Zu diesem Zweck haben sie Quellen. Und Friederike, du hast vorhin gesagt, Quellen sind nichts anderes als andere Texte. Ich würde, manchmal sollte man sogar so weit gehen, zu sagen, es gibt ja auch nicht textliche Quellen und die sind trotzdem genauso zu behandeln wie ja, Texte edieren. Das ist aber ein anderes Problem. Dieses Quellenmaterial, hier habe ich es reduziert auf archivische Dokumentation, wird klassisch streusend gefunden, erstmal gesammelt, was ist relevant. Dann wird es einer Kritik für die Aussagekraft, für die Fragestellung unterzogen, um das dann interpretieren zu können und für die historische Fragestellung irgendwie anwendbar zu machen. Und ich habe das hier mit so zwei Parallelogrammen gemacht, um darauf hinzuweisen, dass das bei den Historikern die gleiche archivische Dokumentation völlig unterschiedlich ankommen kann. Dass das also nicht festgelegt ist, was man da rauszieht. Was aber, worum es geht, ist, dass man durch diesen Konus hindurch, durch die archivische Dokumentation hindurch zu einer Aussage über die Vergangenheit kommt. Die Quellen, die Texte sind also gewissermaßen transparent. Und deshalb gibt es viele Historikerinnen und Historiker, die ihre Quellen direkt in etwas übersetzen, was sie für sie analytischen Wirkungseffekt hat. Also in irgendwelche Datenbanken, irgendwie das modellieren und da direkt hineintragen. Dass ich diese Folie gemacht habe, als ich mit Rechnungseditionen mich beschäftigt habe, ist vielleicht nachvollziehbar. Deshalb stehen da unten sowas wie Spreadsheets besonders. Aber letztlich findet das immer wieder statt, auch mit Nicht-Rechnungsmaterial. Dazwischen darf gerne eine kritische, klassische Edition stehen. Dagegen haben Historikerinnen und Historiker nichts. Aber sie sind, Frau Schubert, ein Werkzeug, so wie eine digitale Material ein Werkzeug ist. Sie sind nicht das der Kern des Interesses. In der digitalen Welt könnte das jetzt sich in einem Set an Standards und etablierten Verfahren abbilden und bildet sich ab. Und Christian, du hast völlig recht. Historikerinnen und Historiker, die sich nicht an diese Standards halten, sind irgendwie, sollten sich mal ein bisschen in sich gehen und darüber nachdenken, was sie gleich tun. Aber es gibt jetzt hier bewusst einen zweiten Strang hineingefügt, so vorsichtig. Nicht nur der klassische Weg, den wir alle irgendwie gehen, nämlich dieser Weg, den der Thorsten am Anfang schon angesprochen hat, dass wir mit automatischer Texterkennung, mit automatischer Sprachverarbeitung, mit probabilistischen Analyseverfahren auch zu Ergebnissen kommen. Historische Art, die wir dann nachher darstellen.
So, diese Transparenz des edierten Objektes zu dem, was die Historiker und Historiker interessiert, kann zu etwas führen, was eine digitale Repräsentation wie diese zu etwas macht, wo ich mich traue, immer wieder Edition dazu zu sagen, meistens mit einem Unterton, der deutlich macht, Achtung, hier, es ist nicht selbstverständlich. Das ist eine archivische Scan von einem Ratsprotokoll, das Stadtarchiv Bozens. Und dazu gibt es daneben links, nicht so gut lesbar, eine ausführliche Inhaltsangabe dieses einen Eintrags. Also nicht irgendwie nur eine archivische Schließung des ganzen Bandes, sondern eine Zusammenfassung dieses Textes. Historikerinnen und Historiker, gerade die, die mir am Herzen liegen, also die noch mit Originalquellen umgehen können, können mit diesem Stück, mit dieser Art von Repräsentation, die Quellenwert fast vollständig abschätzen. Sie können relativ schnell über die Inhalte des Stückes Aussagen machen. Sie können sich für alle feinsinnigen semantischen Probleme den Text rechts daneben durchlesen und haben damit eigentlich alles, was Sie brauchen. Es gibt aber keine Transkription. Und damit sind wir etwas, wo es Historiker gibt, Diplomatiker, die beiden, die ich hier anführe, Ivan Klavacek und Olivier Gijanin, sind beides Personen geschult in der kritischen, detailgetreuen Aufnahme und Dokumentation von Originalmaterial, die beide argumentieren, Achtung, wir müssen vielleicht mal darüber nachdenken, dass wir nicht jede Art von Quelle mit diesem vollen Werkzeugkasten angehen wollen. Dominik Stützmann hat es auf dem IMC in Leeds und mit Bezug auf die Machine Learning Vorgänge einen Begriff versucht zu prägen, zu sagen, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es vielleicht etwas gibt, was nicht mehr weder eine kritische noch eine digitale Edition ist, sondern was eine künstliche Edition ist. Was eine Edition ist, die generiert wird von Maschinen. Da stehen jetzt lauter Fragezeichen. Ich habe trotzdem noch eine Aussage damit hier zum Schluss, die man sich dann jetzt irgendwie uns gegenseitig zerreißen können. Mein Statement wäre, die Editorik macht einen Fehler, wenn sie sich darauf reduziert, zu glauben, die Philologen seien, Friederike, diejenigen, die eigentlich edieren würden. Editionswissenschaft ist eine philologische Tätigkeit. Historikerinnen und Historiker haben einen Umgang mit Quellen, der so anders ist, aber die Editorik bereichern kann, dass man sich dabei den mal aussetzen sollte und überlegen müsste, wo eigentlich jetzt die Grenze der Edition dann wirklich ankommt. So, das wäre mein Statement und ich hoffe, dass es ausreichend provokativ ist. Ich denke, ist es, Georg. Und genau, weil das wäre sonst auch direkt meine Frage gewesen, also weil oder sagen auch der Auftakt, weil man kann ja vielleicht so versuchen, das nochmal zu kontextualisieren und zu fragen, warum wir jetzt genau über sowas diskutieren. Und das hat vielleicht zwei Gründe. Einerseits der Eindruck, dass sich irgendwie in den Geschichtswissenschaften, was Edition angeht, digitale Edition angeht, gerade nicht so viel bewegt. Zumindest zu sagen, das, was ich so wahrnehme, und was sozusagen die Sichtbarkeit angeht. Andererseits wäre auch die Frage, ob sozusagen durch die Digitalität und durch die digitalen Editionen überhaupt erstmal die Idee aufkommen könnte, sagen, ganz verschiedene Sphären zusammenzubringen, wie eben die philologische Edition und die historische Edition. Und dann muss ich sozusagen meinen hundertprozentigen Historiker dann nochmal rausholen und sagen, dass zumindest ich aus meiner Erfahrung heraus, also von früher am DHI und sagen Hofordnung mit Parmigiani und so weiter, ja eigentlich sozusagen danach entdeckt habe, dass ja auch die Philologen edieren, sozusagen, um das mal so provokant zu sagen. Und dass es auch in den Geschichtswissenschaften schon eine breite Tradition von Editorik gibt und von entsprechenden Standards und von entsprechenden Regularien und kritischen Auseinandersetzungen und so weiter. Na, von daher werde ich so sagen, gebe ich das Wort vielleicht direkt erstmal an Friederike, die auch als erstes dran war, um zu sagen, genau diese Differenz, wie er im Moment bestritten hat, liegt nicht eigentlich ein zwischen den unterschiedlichen Editionen, beispielsweise von Philologen und Historikern, liegt da letztendlich ja auch immer ein ganz unterschiedliches Erkenntnisinteresse dahinter. Und ich hatte mich mal dran versucht und nachgedacht und überlegt, wie ist das, wenn man versucht, zu sagen, eine Edition zu machen, die allen gerecht wird, und hatte den Eindruck, dass das schlichtweg nicht möglich ist, weil ich sagen immer einen Bias drin habe, immer sozusagen nur meinen Erfahrungshorizont habe.
und vielleicht nur zu einem bestimmten Maß sozusagen das abdecken kann, was auch die anderen Fächer vielleicht erwarten. Aber sonst ja immer sozusagen aus meiner Historikerperspektive mit meiner Historikerbrille an die Texte rangehe oder sagen, was auch immer wir dann auch als Text bezeichnen. Und entsprechend sozusagen schon einen sehr spezifischen, fachspezifischen Zugang habe. Möchtest du erstmal, Frederico? Ja, gerne. Ja. Und zwar, also vielleicht erstmal zur Klärung. Ich wollte weniger bestreiten, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer philologischen und einer historischen Herangehensweise, sondern eher dafür plädieren, diesen Unterschied nicht allzu groß aufzumachen. Deswegen, Georg hat mir jetzt so ein bisschen in den Mund gelegt, ich würde für eine Dominanz der Philologie sprechen. Das tue ich eben nicht. Ich habe ja gesagt, ich finde, man muss das zusammendenken. Und wie gesagt, am fruchtbarsten ist es, wenn man die Methoden zusammenbringt, sich das Beste aus allen Welten holt. Und für mich ist das auch kein Entweder-Oder. Also ich finde eher, also jetzt zu denken, eher philologisch oder eher historisch, das schließt immer eines aus. Ich würde das eher aufbauend denken. Also was wie eine Art Skala und der erste Schritt auf einer Skala, wenn man vom Dokument weggeht in der Erschließung, ist nun mal die Transkription, wenn es ein Text ist. Mir ist natürlich auch bewusst, es gibt auch andere Quellen. Und der muss erstmal gesichert werden. Und alles Weitere setzt für mich danach ein. Also insofern ist es für mich kein Entweder-Oder, sondern im Idealfall ein Prozess, in dem aufeinander aufgebaut wird mit verschiedenen Facetten. Und wie ich ja auch gesagt habe, auch um historische Aussagen zu modellieren, kann es ja nicht schlecht sein, sie auf die Quelle rückführbar zu machen und auf etwas, was in der Quelle steht. Also meine Aussage zu treffen, wir treffen sie heute. Eine Aussage ist zeitabhängig, abhängig vom Blickwinkel. Vielleicht ist es in ein paar Jahren schon anders, ne? Oder vielleicht kommt jemand und möchte eine andere Aussage über die gleiche Sache machen. Also es ist einfach gut, finde ich, wenn der Bezug zur Quelle und zu dem, was da steht, tatsächlich da ist. So, und wie gesagt, grundsätzlich bin ich eher für eine gemeinsames Denken der Disziplinen, eben nicht für Mauern und weder für philologische noch für historische abgekapselte Editionen. Ich weiß nicht, also ich kann ja trotzdem gleich nochmal kurz nachhaken, weil wenn du schon sagen, die Transkription als Grundlage nimmst, ist ja schon sozusagen im Rahmen der Transkription, wie ich die Transkription mache, abhängig davon, mit welchem Erkenntnisinteresse ich rangehe. Mhm. Also ob ich am Text interessiert bin oder an den Fakten, also ob ich normalisiere, schon bei der Transkription oder habe ich das richtig schön diplomatisch oder sagen, noch genauer mache, also schon der Grad zu sagen, wie ich den Text transkribiere, ist das schon sozusagen aus unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und gespeist, die dann nicht mehr wirklich sozusagen kompatibel sind bei dem Ergebnis. Ja, das ist natürlich richtig. Es gibt verschiedene Perspektiven auf Text. Müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken, aber es haben sich ja noch zwei weitere schon gemeldet, während genau. Ich denke, die können gerne dazwischen erstmal springen. Genau, und wenn ich so sagen an die Diskutanten, also immer schon die gelbe Hand hoch auch so die Hand. Erstmal Christian und dann Frau Schubert. Christian. Vielen Dank. Eine Rückfrage zu dem, was du ausgeführt hast, Thorsten. Und zwar ist mir dieser Punkt auch bei den Diskussionen um den Aufbau des NFDI-Konsortiums for Memory immer wieder untergekommen, wo eben auch darauf abgehoben wurde. Und es ist jetzt keine rhetorische Frage, es ist wirklich eine ernst gemeinte, ehrliche Frage, die ich auch gleich nochmal in den Chat schreiben werde und mich freuen würde, wenn da eine Linksammlung entsteht. Und zwar ist die Frage, lieber Thorsten, wo sind die in der Disziplin etablierten, spezifisch geschichtswissenschaftlichen Standards, was digitale Editionen angeht? Das würde ich in Frage stellen. Also nicht, dass überhaupt nicht, dass es eine Geschichte der Edition in der Geschichtswissenschaft gibt, dass es Spezifika gibt. Darauf hatte ich auch extra in meinem Beitrag hingewiesen. Das ist absolut wichtig und muss berücksichtigt werden. Aber die Rede davon, wir haben unsere eigenen Standards. Ich habe auf die Rückfrage, wo denn, noch keine überzeugende Antwort in einem dieser Kreise bekommen.
Ja, und das ist genau der Knackpunkt an der ganzen Sache, glaube ich, weil was ich für Standards meinte, waren noch die analogen. Ne, also von der École de Chartres, was ich dann zumindest in Frankreich immer benutzt habe, dann genau. Auch in den Niederlanden und so weiter. Und das sozusagen spielt sich noch im, sagen, im analogen Bereich. Und wir haben das sozusagen nicht. Oder ist halt die Frage, die man sonst an Frau Schubert und an Georg danach kurz weitergeben könnte und an Patrick, ob wir sowas in den, für die Geschichtswissenschaften Vergleichbares dann auch für den digitalen Bereich haben. Ja. Ganz kurz, dann schalte ich mich wieder aus. Ich mache den ersten Link rein. Also was ich kenne und bisher gefunden habe, sind für meinen Bereich diese Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte. Wenn ich das richtig sehe, ist das der Stand Anfang 2000er und seitdem nicht überholt. Das ist ein Stand Anfang der 70er. Anfang der 70er, noch besser. Eine Empfehlung, die in den 70er gemacht worden ist. Und ich würde das jetzt spontan, ich hoffe, dass da jetzt auch lauter Sachen reinkommen, die sich als Standard formulieren für digitale Editionen. Standards für nicht-digitale Editionen gibt es relativ viele. Ja. Und zwar spezifisch von Historikern und Historikern gemacht. Also die frühe AHF ist ein Klassiker. Okay, es danke. Gibt in Frankreich gibt es verschiedene und so weiter. Aber das sind eben, wie der Thorsten gesagt hat, die Welt der Druckeditionen vor Augen. In der digitalen Edition finde ich deine Kritik sehr, 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 sehr sympathisch, zu sagen, liebe Historikerinnen und Historiker, das Buch mag ja gut und richtig sein, aber wenn wir mit der Grundlage des Buches nicht weiterarbeiten können, mit dem Kernkorpus, dann beschneiden wir uns des Nutzens, dann schmeißen wir geleistete Arbeit weg. Und ich erzähle jetzt keine Anekdoten über Leute, die das getan haben. Ich schweige lieber, weil Frau Schubert ja auch noch was sagt. Genau, bestimmt genau dazu, das passt ja. Ja, also ich habe eigentlich zwei Punkte, zu denen ich keine Antworten habe, aber vielleicht noch weiter die Diskussion befeuern kann. Also das eine natürlich die Frage nach den Standards und das andere, was Sie, Herr Hildmann, eben gerade noch eingeworfen haben, die Frage des Interesses an Text oder Fakten. Also ein Punkt, der mich immer hier umgetrieben hat in dieser ganzen Diskussion, ist der, warum denn die Standards der philologischen Editionspraxis so ins Hintertreffen geraten sind. Ich meine, das ist ja etwas, was heute unter Historikern wenig, also auch unter Althistorikern relativ wenig noch gemacht wird, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ne? Die meisten Althistoriker arbeiten ja so nicht mehr. Ich finde das sehr bedauerlich. Aber es gibt auch einen, finde ich, ganz guten Grund, warum das so seitens der Althistoriker nicht mehr gemacht wird. Das hängt mit dieser Formulierung Divination zusammen. Ja, man kann es auch ein bisschen einfacher ausdrücken, indem man eben sagt, der Editor orientiert sich an seiner Intuition, ja, seiner eigenen fachlichen Intuition. Das ist, glaube ich, schon unmittelbar einsichtig, was da für ein Problem drin steckt. Und das ist etwas, aus unserer historischen Methodenschulung her, wir ja alle nur mit allergrößtem Misstrauen betrachten, wo man versucht, dann mit unserem Methodeninstrumentarium das anders zu machen. Aber da sieht man genau das Problem dieser philologischen, jedenfalls in unserem Bereich, dieser philologisch-kritischen Editionen. Und da könnte natürlich, das war der Aspekt, den ich vorhin kurz angesprochen habe, der Vollständigkeit, da könnten wir über die digitale Repräsentation, also ich sage immer noch nicht Edition dazu, könnten wir über die Vollständigkeit natürlich den Aspekt der Transparenz mit hineinbringen. Und das ist natürlich wissenschaftlich gesehen schon mal ein ganz großer Gewinn, der für eine Standardsetzung auch ein Punkt sein könnte. Und das Zweite, das mit dem Interesse an Text oder Fakten, das ist ja die typische Historiker-Herangehensweise, die ein Philologe so wahrscheinlich auch weit von sich weisen würde. Aber was seitens der Philologen, jedenfalls der Altphilologen, völlig in Vergessenheit geraten ist, ist, dass der Ursprung des Edierens aus der Homer-Philologie kommt, und zwar aus einem genuin politischen Interesse. Das war nicht das Interesse am Text, das war rein politisch, wie es mit der ersten Edition Homers angefangen hat. Und zwar war das in Athen im 6. Jahrhundert. Und dieser politische Aspekt des Edierens, der ist so in den Hintergrund getreten, dass ich mich als Historikerin, das kann ich auch als Althistorikerin, sozusagen allgemeinhistorisch, glaube ich, sagen, immer wieder frage, warum ist das so verschwunden, diese politische Dimension? Denn selbstverständlich ist jeder Konstruktionsprozess auch ein politischer Prozess.
Und das ist etwas, was mir auch in der ganzen Diskussion bisher, Herr Vogler, Ihre Folie eben, wo Sie diese zwei Seiten hatten, ne? Auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite, weiß nicht, war blau oder wie, glaube ich jedenfalls. Ne? Das hat mir da auch gefehlt. Und das wäre etwas, nochmal zurückzukommen auf die Standardsetzung, was wir als Historiker, finde ich, leisten müssen, dass wir diese politische Dimension nicht aus den Augen verlieren oder dass wir sie erstmal wieder hineinbringen in die Diskussion. So, das wäre es erstmal von mir. Ja, genau, politische Diskussion, dann schließe ich direkt daran an und gehe zurück zu dem, was Christian Thomas gesagt hat. Weil er hat ja natürlich recht und das ist ein Punkt, den wir sozusagen übersprungen haben und der unglaublich wichtig ist, dass er sagt, wir müssen doch zurück erstmal zu den grundlegenden Problemen. Und das besteht darin, dass die Leute ja gar nicht digital edieren, sondern im Buchdruck. Da hat er natürlich vollkommen recht. Und ich habe das lange Zeit hingenommen, weil ich gedacht habe, das Gute wird sich schon durchsetzen. Ist jetzt in den letzten 25 Jahren, wo ich das beobachte, nicht passiert. Und deswegen fange ich so langsam an, die Nerven zu verlieren und habe mir angewöhnt, in letzter Zeit häufiger, wenn irgendwo eine schöne gedruckte Edition erschienen ist, den Leuten eine E-Mail zu schreiben und ganz unschuldig zu fragen, wo sind eigentlich die Daten und wann kommt eigentlich die digitale Fassung davon? Leider mache ich das immer noch so freundlich, dass die Leute gar nicht merken, was ich will. Und deswegen komme ich da auch nicht weiter. Also Christian, ich muss meinen Tonfall da nochmal ändern und ein bisschen bissiger werden. Das ist aber nur ein Startpunkt für Folgendes. Ich habe das zum Beispiel gemacht vor einiger Zeit. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich nenne eine Edition. Ich habe das gemacht bei der Edition von Himmlers Dienstkalender. Das ist eine fantastische Edition, die unglaublich viel Material enthält. Da steckt unfassbar viel geschichtswissenschaftliches Wissen drin. Und da werden mehrere Dokumente zusammengeführt und aufgelöst und erklärt. Und alles ist eine Riesenschwarte. Und ich habe dem Kollegen, der Edition gemacht hat, geschrieben, ja, wo sind die Daten, wann kommt die Edition? Weil das, was wir hier sehen, ist ja eine ausgedruckte Datenbank. So, und jetzt sagt der Christian Thomas, ja, aber das ist doch alles gar nicht fachspezifisch. Die Leute sollen in der gemeinsamen Methodik den Kram digitalisieren und bereitstellen. Aber an diesem Beispiel sieht man, dass das stimmt und dass es nicht stimmt. Denn Philologie spielt hier keine Rolle. Das ist eine ausgedruckte Datenbank. Ich will die Datenbank haben. Und am Ende will ich ein Semantic Web, will ich LOD haben, will ich RDF haben, weil da sind die Fakten drin. Und ich will, dass Himmlers Dienstkalender mit anderen Quellen vernetzt werden kann. Und dafür brauche ich eine spezifisch geschichtswissenschaftliche Herangehensweise, von der Christian Thomas auch sagen könnte, nein, das ist eine allgemeine Erschließungsmethodologie. Aber er stellt ja auch ganz zu Recht die Frage, wie kommen wir jetzt zu Standards? Denn der Witz an Standards ist natürlich, dass sie auch überzeugen können. Und dass wenn wir Leuten sagen, du sollst aber nicht nur ein Buch, du sollst das verfügbar machen digital, dann wäre es gut, wenn wir sagen können, guck mal, und es gibt einen Standard dafür. Jetzt glaube ich aber, dass dieser Standard als fachspezifischer Standard zu weit greifen würde und nicht möglich ist. Wir haben halt die Leuchtturmprojekte, wie Georg Vogelers Basler Jahrbücher, Jahrrechnungsbücher. Da würde ich immer sagen, wenn jemand ein Rechnungsbuch ediert, dann soll er doch bitte gucken, was Georg Vogeler in Basel gemacht hat und das bitte schön genauso machen. Und ich glaube, die Leute um Vogeler, Georg, sind ja auch dabei, das sozusagen als Standard zu verabschieden oder eine Guideline zu verabschieden, wie man mit Rechnungsbüchern umgehen soll. Deswegen glaube ich, wir brauchen Standards, die aber genrespezifisch sind. Das heißt, wir müssten uns darauf verständigen und dann wird es vielleicht auch wieder interdisziplinär. Wir sollten uns darauf verständigen, wie soll man denn bitte mit Tagebüchern umgehen? Ja, weil das ein schöner Grenzfall ist zwischen Philologie und Geschichte. Aber es wäre möglich zu sagen, Folgendes ist Best Practice, Standard und Guideline, wenn du es mit Tagebüchern zu tun hast. Ja, und das kann man vielleicht für viele andere Genres auch machen, die dann extrem unterschiedliche Anforderungen stellen, weil die antiken Quellen von Frau Schubert halt nach Textkritik und Textkonstitution rufen, während die Rechnungsbücher des Mittelalters eigentlich nach ganz was anderem rufen. Genau, das wäre sozusagen das Plädoyer für gattungsspezifische Standards, was aber dennoch für mich zumindest noch nicht den Zwiespalt zwischen den unterschiedlichen Erkenntnisinteressen der Philologie und Geschichtswissenschaften auflöst. Aber was du gerade gesagt hattest, auch nochmal sozusagen an den Himmlers Dienstkalender, ist ja sozusagen diese Idee von, dass es sozusagen so viel Kontext und Kontextualisierung gibt, dass wir gerade sagen, die Kontextualisierung der Information und des Textes, welche sozusagen nochmal
was stärker spezifisch historisches ist. Und man muss das ja vielleicht nicht getrennt betrachten und sagen, entweder so oder so, sondern vielleicht fragen, was könnte sozusagen eine stärker historisch geprägte digitale Editorik sagen insgesamt zur digitalen Editorik beitragen. Also wo können wir beispielsweise als Historiker nochmal das, was Historiker besonders gut können, sagen in die Editorik als solches beitragen, um dann zumindest auf so einem Top-Level sagen die Bandbreite abzudecken und sagen eben nicht, dass das irgendwie auseinanderfällt in sagen, historische oder philologische Editionen. Thomas, war das sich gerade gemeldet, richtig? Oder Frau Schubert, ist das noch von vorhin oder ist das eine Neumeldung? Entschuldigung, habe die Hand vergessen runterzunehmen. Ich war angesprochen, Thorsten. Du hattest ja deine Hand oben, alles wenn klar. Ich das richtig gesehen habe. Genau. Himmlers Dienstkalender, finde ich sehr interessant. Ich schaue gerade nach Abbildungen der Vorlage und ich würde damit gerne überleiten zu einem anderen Thema, was wir heute auch besprechen wollen, worauf setzt das, was wir in der früheren Diskussion eher so in die Analyse und nicht mehr Teil der Editionsarbeit Schicht geschoben haben. Wie wäre es denn, wenn wir, also ich, ne, Erkenntnisinteresse, für mich hat eine philologische Edition nicht in erster Linie ein Erkenntnisinteresse. Es geht um die Sicherung dessen, was auf dem Textträger an Text in seiner Beschaffenheit eben vorzufinden ist und das zu edieren. Das, was man dann daraus macht mit RDF und als Datenbank und so weiter, kann auf dieser Grundlage oder sollte auf dieser Grundlage natürlich basieren. Aber die Rohtranskription ist doch zumindest erstmal anzufertigen, ist vielleicht auch mehr oder weniger tief schon annotiert und kann somit beide Bedürfnisse erfüllen. Das kann Korpusmaterial sein. Also es ist ja auch ein Punkt von mir, Edition als und in corpora zu denken und das eben mit zu berücksichtigen. Und ich stimme dir total zu. Also man sollte den Kollegen schreiben, natürlich freundlich, aber auch nachdrücklich. Deswegen meinte ich fordern und fördern, dass eben diese Daten und diese gedruckten Datenbanken, von denen es ja wirklich viele gibt, zur Verfügung gestellt werden. Aber ich glaube, ne, zu Himmlers Dienstkalender, man könnte daraus auch eine einfache Textedition machen, die auf der, oder so ist doch diese Edition wahrscheinlich entstanden. Die Einträge sind transkribiert worden. Wo sind sie dann? Also auch diese Grunddaten hätte ich gern. Georg. Auch ich versuche, also ich stimme euch eigentlich überall zu. Und Frau Schubert, ich wollte noch kurz sagen, dass ich da jetzt zwei Seiten hatte. Liegt einerseits in der Folie und andererseits in einem völlig anderen Aussageinteresse. Ich tippe den Gedankengang, dass wir mit der Edition auch ein Statement machen, das für sich genommen ein Argument ist, das mir an sich sehr gefällt, weil es genau etwas ist, dass diese etwas elfenbeintürmenden Erhaltung, wir sichern nur den Text und dann passiert irgendetwas danach, das zeigt, dass wir das nicht tun. Und wenn wir jetzt die Mein Kampf-Edition, die nicht digital erschienen ist, uns anschauen, dann ist es ein ganz wunderbares Beispiel, wie genau dieses Problem adressiert worden ist und wo die gesamte editorische Logik aus diesem politischen Problem eigentlich kommt und aus gar nichts anderem geschweißt ist. Und die Philologie, die Texterstellung, glaube ich, gut, es gibt tausende von Kopien, aber ich weiß nicht, was man sich da gehalten hat. Aber diese gesamte Kommentierungsbestand, also ein wunderbares Beispiel, nicht digital passiert, darüber müsste man nachdenken. Ich erinnere mich an eine Diskussion an der HIKO in München, die Angst hatten vor einer offenen Lizenz, weil sie sagten, da kommt irgendeine rechtsradikale Webseite, die klaut uns unseren, was weiß ich, Faulhaberbrief und stellt ihn bei sich auf die Seite und verwendet den in ihren Kontexten, wo ich umgekehrt gesagt hätte, offenes Wissen heißt, dass man die Quelle dessen trotzdem findet und so weiter. Also ganz unbedingt bei Ihnen folge ich Ihnen da und fände es ein spannender Gedanke, den wir, glaube ich, auch mit aufnehmen sollten in dieses Kriterium, was eine was die Historikerinnen und Historiker mit diesem spezifischen Interesse beitragen zur Editionswissenschaft, weil sie eben die Quelle nicht einfach weil sie Quelle für ihn eine Quelle ist, also weil sie ein Teil eines historischen Interpretationsprozesses ist. Ich würde gern, Christian, nochmal ein bisschen das in Frage stellen.
deine Position, die Sicherung dass die Sicherung des Textes ein neutrales, für alle gemeinsames Eigenschaft ist, die man nicht philologisch verwenden müsste. Also dass sie nicht ein spezifisches Forschungsinteresse transportiert, so wichtig sie ist, also ganz unabhängig davon, ob man sie tut oder nicht. Aber ich kenne genügend Historikerinnen und Historiker, die sagen, ein Scan ist ausreichende Sicherung des Textes für mich, um damit zu arbeiten. Das sind dann häufig Close-Reading-Leute, die das einfach nur lesen wollen. Und ich würde sagen, 90% der Historiker sind eigentlich genau auf dem Niveau, dass sie sagen, ich möchte das Zeug digital haben, weil ich schneller rankomme. Aber sehr wohl auch ganz viele Historikerinnen und Historiker genau sich trauen, Projekte zu beginnen, wo sie die Textkonstitutionsphase delegieren an maschinelle Prozesse. Und das tun, weil sie nicht unbedingt, weil der Text ihnen egal ist, sondern weil sie sagen, der maschinelle Prozess reicht, um mein Interesse, nämlich das, der Sachaussagen an den Texten, zu bedienen. Das ist ein schwieriges Argument, da gibt es ganz viele Grauzonen. Aber genau da sehe ich schon einen Interessensunterschied, nicht einen Konflikt, dass man als Historiker sehr wohl sagen kann, ich habe einen HTR-Prozess mit einer Named Entity Recognition und da gibt es Paper, die sagen, wenn man die nicht trennt, sondern zusammenlegt, dann sind die höherwertig, also sie passen besser zur Ground Truth. Warum also nicht so sagen, wir müssen eigentlich nicht irgendwie das trennen in den Textsicherungsmaßnahmen, sondern wir können auch diesen interpretativen, inhaltlichen Zugang haben. Und das ist dann eben ein von der Geschichtswissenschaft an die Editorik herangetragenes Forschungsinteresse und damit ein anderes Interesse am Edieren als Philologen herantragen, die sich nicht ausschließen, die aber schon wahrgenommen werden sollten als Verschiedenes und ich glaube, sich gegenseitig inspirieren sollten. Also gegenüber Historikern fechte ich ständig den Kampf, dass sie sagen, wieso machst du nicht einfach eine CSV-Datei aus deinen Rechnungen? Und dann sage ich, Leute, da gibt es so viele spannende Dinge, wo das auf der Seite steht und wie das genau geschrieben ist und all so weiter, weil ich ihnen die kritische Edition verkaufen will. Aber die Historikerinnen sitzen da und sagen, Spreadsheet wird mir reichen. Genau, was uns wächte, also einerseits jetzt der Hinweis zu sagen, weil wir jetzt genug sagen, untereinander diskutiert haben, sagen, dass auch Meldungen zu Sachen aus dem Publikum jetzt sehr gern willkommen sind und hier sagen, jeder, der was beitragen möchte, sich gern melden kann. Ich will ganz kurz noch trotzdem die Gelegenheit nutzen, gedankenlos zu werden, weil wir müssen jetzt so sagen, wir könnten jetzt auch sozusagen die Diskussion noch dahin bringen, wie weit sozusagen die neuen Methoden und Zugänge vielleicht auch sozusagen zum veränderten Umgang mit Texten führen einerseits und andererseits aber sagen, diese Frage nach Edition nochmal neu stellen und ob das dann auch wiederum eine Art von Kulturwandel ist, den wir brauchen, um sozusagen neue, andere Arten von Geschichtswissenschaften zu betreiben. Aber das erstmal sozusagen noch als Ausblick, was man auch gerne noch diskutieren kann. Als erstes nach Friederike, weil sie sich gerade gemeldet hatte und danach Rüdiger Holz. Ja, ich wollte eigentlich genau auf das jetzt kommen, was du jetzt gerade schon angeschnitten hast, und zwar den Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Methoden und den Technologien, die verwendet werden, also wie sich das bedingt und beeinflusst. Also der Medienwandel in den Editionswissenschaften hat ja nicht zuletzt dazu geführt, dass zum Beispiel das Dokument einen viel höheren Stellenwert bekommen hat. Und ich frage mich jetzt, die Technologie, mit der es um die jetzt hier, wenn es um geschichtswissenschaftliche Erschließungen oft geht, sind Ontologien, das ist keine Technologie, sondern eher ein Modell, also Ontologien, dann das ganze RDF-Programm außenrum. Wenn das so gewinnbringend für die geschichtswissenschaftliche Edition ist, dann wäre es ja genauso, also könnte es im gleichen Maße ja auch gewinnbringend für eher philologisch orientierte Editionen sein, und wäre es dann nicht sinnvoll, das eher von der Technologie her auf die Fächer zu denken als in einem Fach? Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Art der Fragestellung ist, aber vielleicht geht es mir einfach nur wie Thorsten, dass ich diesen Punkt auch nochmal irgendwie in die Diskussion einbringen will, und jemand kann irgendwie was Durchdachteres dazu sagen.
Genau, der dann übrigens auch sowas einschließen, also weil die Konsequenz sozusagen von der Anwendung zum Beispiel von HDR wäre, dass ich eben eine hundertprozentige saubere Transkription habe, sondern sagen wir mal einen Text mit irgendwie 95% sagen Erkennungsgenauigkeit. Mhm. Das heißt aber, dass was runterfällt, dass wir eigentlich sozusagen dann sagen Unklarheiten reinkommen und ist es dann noch ein, sagen, wo fängt sozusagen dann irgendwann Edition an oder tatsächlich, wann ist ein guter Text? Ist das abhängig von Methoden, von meinem Zugang? Reicht das für? Ja, also das sind sozusagen die Fragen, die sich dann aber nochmal stellen mit diesen veränderten Zugängen. Hm. Aber erstmal so, damit wir sagen, auch den Flur richtig weit machen, Rüdiger. Ja, vielen Dank. Finde ich auch die spannenden Vorträge, die ich mit großem Vergnügen und die Thesen genossen habe und konsumiert habe. Vor allen Dingen auch deshalb, weil ich, was das Editionswesen angeht, gänzlich unverdächtig bin und das schon seit 30 Jahren, mich darauf spezialisiert zu haben. Also insofern schaue ich jetzt ein bisschen von außen drauf. Ich habe mich allerdings gefragt, und jetzt kommen ein paar kritische Anmerkungen. Ach nein, ich möchte noch eins vorwegschicken. Christian Thomas hat mir sehr gefallen mit seiner sehr pointierenden und provozierenden These. Allerdings, dass er uns Historiker das Hartz-IV-Motto überhelfen will, fördern und fordern, finde ich dann schon ein bisschen unter die Gürtellinie gehend. Aber das jetzt nur als ironische Bemerkung. Zurück zum Ernsthaften. Das Motto der Tagung ist überschrieben mit zu welchem Zweck, Pünktchen, Pünktchen, digitale Edition in der Geschichtswissenschaft. Darauf möchte ich zurückkommen, weil darauf hat bisher niemand eine Antwort gegeben. Warum brauchen wir digitale Edition? Es ist angeklungen bei Einzelnen, da gibt es sicherlich auch aus den unterschiedlichen epochalen Bereichen unterschiedliche Antworten drauf. Aber der Tenor war eher, was können Historiker zur Editionswissenschaft und zu deren Professionalisierung im Rahmen der Digitalisierung beitragen? Aber nicht die Frage, brauchen wir sie noch? Patrick Saale hat ein bisschen angedeutet, ist der Begriff noch richtig? Aber die Frage ist, brauchen wir sie noch? Und warum, frage ich mich, gibt es diese diagnostizierte Zurückhaltung von vielen Historikern, sich im Bereich der Edition zu engagieren? Und sich entsprechend einzubringen. Hängt es vielleicht mit den veränderten Fragestellungen zusammen, die die Geschichtswissenschaften in den letzten 30 Jahren verfolgt, dass sie sehr viel stärker international vergleichend arbeitet, Area Studies in den Fokus nimmt, also Fragestellungen reinnimmt, die mit der klassischen Edition, wie wir sie hier traditionell entwickelt haben, egal ob aus den Philologien und aus der Geschichtswissenschaft heraus, eigentlich nicht mehr editorisch erschließen können, weil die Quellen so vielfältig, so unterschiedlich, so viel unterschiedliche sprachliche Kulturraumvoraussetzungen mit sich bringen, dass im Grunde darauf verzichtet wird, zumindest wenn wir in die Neuzeit reingehen. So gut auch Himmlers Dienstkalender ist, aber was erlernen wir heute noch Neues über die Nazis, frage ich mal, was wir nicht schon alles wissen. Das ist die 27.000. Auflage. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr intensiv mit der Aufklärung der NS-Verbrechen beschäftigen. Aber die spannenden Fragen liegen gegenwärtig woanders, glaube ich. Und dort gibt es fast keine Editionen. Und ich würde mich an den Kreis dieser Profis, die ich hier und Spezialistinnen, die ich hier sehe, wenden und fragen, wo geht die Reise hin der Edition im Bereich der Geschichtswissenschaften? Und dass man das digital machen muss, würde ich sagen, müssen wir in diesem Kreis vermutlich gar nicht diskutieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, gerade um die Ubiquität und überall Verfügbarkeit sicherzustellen und die Transparenz sicherzustellen, worauf Frau Schubert auch hingewiesen hat. Aber das wäre die Frage, die ich an den Kreis der Spezialisten hätte. So, man soll das Mikro davor einschalten. Frau Schubert, wollen Sie gleich dazu? Ja, sehr entgegnen? Gerne. Ach so, jetzt muss ich aber erstmal die Hand wieder runternehmen. So. Das kann ich auch für Sie machen sonst. Okay. Also ich will auf den Punkt Genauigkeit jetzt hier eingehen. Und das hängt auch mit dem zusammen, was Herr Holz gerade gesagt hat. Also wenn wir uns HTR, Transkribus und sowas angucken, da kriegt man doch einen Schrecken erstmal, ne? Im Hinblick jetzt auf die fehlende Genauigkeit. Ich meine, ich muss das jetzt niemandem erklären, was das bedeutet, wenn ich pro Seite einen Fehler habe oder zwei oder drei oder fünf, ne? Und
Man kann, also ich kann das jetzt für meinen Bereich gut vertreten. Ich kann Ihnen, wenn in einer Handschrift irgendwo ein Wort zu viel oder zu wenig steht, kann ich Ihnen ganze Gedankengebäude damit auseinandernehmen oder wieder zusammensetzen. Ne? Deswegen ist diese Genauigkeit ist unglaublich zentral. Und ich glaube, solange wir diese Genauigkeit nicht erreichen können mit, was weiß ich, eben irgendeiner OCR-Technologie, solange wird das mit den digitalen Editionen auch ein großes Problem sein. Und deswegen habe ich ja gesagt, Zukunft, ja, aber im Moment ist das einfach noch nicht so weit. Und Sie werden keinen Philologen finden, egal ob jetzt im Bereich der Altertumswissenschaften oder der Neuphilologien, den Sie dafür gewinnen können, solange die Genauigkeit nicht gewährleistet ist, solange eben wir als Leser von Handschriften immer noch genauer sind. Ne? Und das führt mich jetzt auf den Punkt, den Herr Holz eben angesprochen hat, weil er gesagt hat, die spannenden Fragen sind woanders. Ja, warum sind die denn woanders? Meines Erachtens sind die woanders, weil dieses Bedürfnis nach Genauigkeit verloren gegangen ist oder vielleicht nicht mehr so stark im Zentrum steht, weil viel zu viel immer von der Metaperspektive her geguckt wird und nicht vom Text her und sozusagen auch von den Details des Textes her. Und das ist unter Historikern natürlich sehr verbreitet, so die Metaperspektive, man guckt ein ganzes Jahrhundert an, man guckt meinetwegen auch 5 Jahrhunderte an, wunderbar, alles sehr schön. Aber was geht dabei verloren? Die Genauigkeit. Und deswegen mein Plädoyer, eben tatsächlich viel stärker auf diesen Aspekt Genauigkeit in der Edition zu fokussieren. Dass wir das wirklich genauer anschauen, was wir da noch für große Leerstellen haben und für große, ja auch, ich würde sogar fast sagen, Fehlstellen. Ne? Denn da ist unglaublich Geld reingeflossen in den letzten 15 Jahren. Und was ist rausgekommen? Jedenfalls kann ich sagen, jetzt für lateinische und griechische Texte, nichts, womit man arbeiten kann. Ja, so. Genau, das ist ein spannender Einwurf, der aber vielleicht auch sagen wir mal, die Differenzen zwischen den verschiedenen sagen, Epochenzugängen deutlich macht. Also spätestens sagen, als Spätmedievist bin ich froh, wenn ich sozusagen eine ungenaue Transkription dafür irgendwie jede Menge Handschriften mit einmal nach bestimmten Dingen durchsuchen kann und damit sagen, einen Zugang finde, den ich sagen, durch das einfache Lesen nicht bekommen würde. Und dann wäre für mich sozusagen die Frage von Genauigkeit nicht an der ersten Stelle. Aber ne, das hängt sozusagen auch wiederum von dem Material ab und von dem wiederum vom Interesse, das man hat. Weil an der denke ich, dass sozusagen jeder Zugang immer einen Bias hat und sagen, jede Anwendung von einer Methode und jede Transkription einen Bias hat. Aber Christian, du hattest dich gemeldet. Und danach Jeff. Jawohl, vielen Dank. Ich wollte kurz auf Herrn Hohls antworten. Auf die sehr richtige Frage, wozu brauchen wir Editionen? Das kann ich natürlich als Nicht-Geschichtswissenschaftler nicht für die Geschichtswissenschaft beantworten. Ich habe 2 Links dazu gepostet, ganz unbescheiden aus dem Vorhaben, in dem ich arbeite, aber immerhin so bescheiden, dass es nicht der von mir selbst herausgegebener Text ist, sondern der erste. Edition Humboldt.de zielt auf die Fragmente des sibirischen Reisejournals von Alexander von Humboldt und der zweite auf einen Text von Gustav Rose im Deutschen Textarchiv. Und Sie brauchen diese Edition, weil Sie mit dem Reisejournal Humboldt sonst einfach nicht arbeiten können. Sie können es nicht lesen, Sie können die Struktur sich nicht erschließen. Dazu brauchen Sie die Edition und das funktioniert als digitale Edition, Frau Schubert. Glaube ich, besser als die gedruckte Edition, die es aber auch geben wird. Also kuratierte Teile davon werden dann auch in der gedruckten Edition in einer vereinfachten, aber anhand der digitalen Edition textkritisch abgesicherten Lesefassung erscheinen. Ich denke, das ist ein sehr guter Weg, digital und das, was Sie Statik genannt haben, in der gedruckten Edition zu verbinden. Der zweite Text im Deutschen Textarchiv ist der, den die Kollegen Florian Schnee und Tobias Kraft, die Humboldts Reisejournal, erschließen müssen, benutzen, um das zu tun. Der mit einer, sage ich mal, 99,9-prozentigen Genauigkeit aus der OCR kommt, den wir sonst in dieser Qualität einfach manuell nicht hätten erschließen können. Also wir hätten ihn manuell in einer höheren Qualität erschließen können, haben aber die Kapazitäten nicht, also behelfen wir uns mit dem Drucktext und das geht wunderbar.
Insofern ergänzen sich hier auch Korpusarbeit, also ob man jetzt den Rose-Text Edition nennen möchte oder nicht, das kann man ja diskutieren, wahrscheinlich eher nicht, das ist auch okay, aber der steht eben im DTA parallel dazu zur Verfügung. Und das Besondere, also wenn Sie jetzt die Frage beantworten wollen, was hat Humboldt wirklich gesehen 1829? Er hat dem Zaren versprechen müssen, darüber, besonders über die sozialen Umstände, die er beobachtet, nichts irgendwo zu publizieren oder festzuhalten. Wenn, dann finden Sie das eben nur im Tagebuch. Und dieses Tagebuch liegt bei den Erben und ist insofern auch für Sie nicht zugänglich in irgendeinem Archiv. Insofern ist es hier die doppelte Funktion, Archivgut nicht nur lesbar, auch in seiner Struktur und seinen Zusammenhängen überhaupt erst zu erschließen, aber auch eben zur Verfügung zu stellen, das ansonsten nicht zugänglich ist und möglicherweise eben auch nie zugänglich sein wird für die Allgemeinheit. Und daher, dafür brauchen Sie Editionen. Das wäre ein Teil der Antwort auf die Frage aus meiner Sicht. Danke. Jeff? Ja, hallo, kannst du mich hören? Ja. Ja, so, ich entschuldige, wenn ich nicht richtig gehört habe, oder, aber ich hatte Interesse an diese letzte Wort mit dieser Diskussion von Genauigkeit, und habe ich richtig gehört, dass man sieht ein Problem mit der digitalen Edition, dass es nicht genau genug ist und dass der Druckedition ist ein Maßstab von Genauigkeit. War das ein Vorteil von der gedruckten Edition? Ja, so, das verwirrt mich ein bisschen, weil ich denke fast das Gegenteil, dass für mich die gedruckte Edition ist ein Inbegriff von Ambiguität und Unklarheit. Die kritische Apparatus für mich ist ein gutes Beispiel. Ich finde die kritische Apparatus so ungenau und so verwirrt, dass es so untransparent, dass es macht es sehr, sehr schwer für mich, diese Genauigkeit zu haben. So, ich kann verstehen, dass vielleicht auf am Internet kann man heute viele Digital Editions, die diese Genauigkeit nicht bieten, aber ich würde nie die gedruckte Edition als ein Maßstab von Genauigkeit, weil wir können so viel besser machen. Zum Beispiel jeder Lemma kann einen Link zu die Koordinaten von ein Bild. Alle diese kritischen Apparate war eine Compromise, ja, von die Grenze von Platz in ein gedrucktes Buch. Und jetzt haben wir nicht diese Grenze, aber wir erwarten noch diese Abkürzungen und alle diese anderen Dinge, die unsere Arbeit viel schwieriger machen. So, für mich, das ist auch eine Verbindung zu dieser Erwartung von Qualitätsstandards und andere Dinge. Ich denke, es ist zu früh, diese Standards zu machen, weil sie sind alle basiert auf die alte Paradigma. Ja? Und so, wenn das klar ist, vielleicht es gibt eine Antwort oder eine Reaktion. Frau Schubert, vielleicht hast du das gesagt und Sie können mir klaren, warum diese gedrückte Buch so ein Beispiel von Genauigkeit ist. Frau Schubert, wollen Sie direkt dazu? Ihr Mikrofon. Ja, kann ich es endlich mal sagen. Ihr Mikrofon ist noch nicht an. Ja, ich war im falschen Menü gerade, Entschuldigung. Ja, Sie haben im Prinzip recht. Der kritische Apparat heutzutage ist ja nur eine Abkürzung aus Platzgründen. Das ist völlig richtig. Und die Entscheidungen, was kommt in den kritischen Apparat und was kommt nicht in den kritischen Apparat, ist nicht immer transparent. Völlig d'accord. Und das ist ja die Chance, die wir jetzt haben, wenn wir eben alle Handschriften praktisch repräsentieren können, dann kann jeder sich selber sozusagen davon überzeugen oder auch nicht, beziehungsweise eben so wie wir das in E-Comparatio machen, da kann man sich einen vollständigen Apparat automatisch erzeugen. Der ist natürlich riesig, ne? Das sind dann solche Apparate für jedes Wort dann auch. Aber das wäre eben der einzige Punkt, wo ich jetzt sagen würde, da können wir etwas gewinnen.
Aber was ich meine jetzt mit der Genauigkeit, das Lesen der Handschriften und auch die Rekonstruktion der Abhängigkeiten, also die ganze Stemmer-Frage und so weiter, das ist in den klassischen, in den guten klassischen Print-Editionen so ausgefuchst und so gut mittlerweile, das hat sich ja jetzt in den letzten 100, 150 Jahren wirklich sehr, sehr gut auch standardisiert. Da würde ich sagen, da ist eine Form der Genauigkeit erreicht, die wir jetzt mit digitalen Mitteln nie im Leben erreichen können. Und der andere Punkt Genauigkeit war eben die OCR-Geschichte. Ne? Das ist für das Altgriechische das ist eine absolute Katastrophe, funktioniert überhaupt nicht, jedenfalls nur unter einem Maximalaufwand mit Nachkorrektur. Und fürs Lateinische ist es auch unbefriedigend, sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Ja, das nur kurz als Antwort. Ja, dann, wo man, glaube ich, noch trotzdem dazufügen muss, dass es ja auch ein Prozess ist sozusagen und je mehr Daten und je genauere und bessere Daten wir haben, desto besser geht das. Was ja dann wiederum abhängig ist, beispielsweise wiederum von der tatsächlichen Qualität von gedruckten Editionen, die man ja beispielsweise als Grundlage nehmen könnte. Ich hatte gerade den Eindruck, dass Patrick eine ganz dringende Wortmeldung hatte zwischendurch. Zumindest habe ich das sozusagen aus deinem den Gesichtsausdruck entnommen. Ansonsten würde ich erstmal noch an Georg weitergeben. Wie du möchtest. Patrick, du warst vor mir auf der Rednerliste. Der Gesichtsausdruck galt meiner Freundin, die gerade reinkam, um die Papiere aus dem Drucker zu holen. Genau, aber ich wollte eigentlich, also ich dachte, wir biegen jetzt schön auf die Zielgerade ein mit dem, mit der Frage von Rüdiger Holz, wo geht die Reise hin? Ne? Vorher würde ich aber noch ganz schnell Frau Schubert widersprechen wollen mit der Genauigkeit. Ne? Also kommt natürlich immer darauf an, was wir da runter verhandeln wollen. Aber Genauigkeit heißt ja zum Beispiel, dass wir in der gedruckten Edition immer schon sehr stark normalisiert haben und eigentlich die Quellen nicht sehr genau gelesen haben, während jetzt, ich erinnere an einen Workshop mit Frau Neuber, hyperdiplomatische Transkription, ne, da kommen wir in eine Genauigkeit rein, von der wir früher nur geträumt haben. Aber Stichwort Zielgerade, wo geht die Reise hin? Ne? Das finde ich nämlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und dazu muss man eben fragen, in welcher Situation befinden sich Editoren jetzt, also in der gedruckten Welt und in der digitalen Welt. Editionen, machen wir uns nichts vor, waren immer schon unattraktiv, ne? Weil die immer den Ruf hatten, nicht wirklich wissenschaftliche Leistung zu sein. Also hat sich das für viele Leute schon nicht gelohnt. Jetzt sind aber die digitalen Editionen anscheinend für die Leute noch viel unattraktiver geworden. Woran liegt das? Das liegt daran, wenn man die Leute fragt, warum macht ihr eigentlich keine digitalen Editionen? Dann sagen die erstens, ich habe ja die Kompetenzen gar nicht, weil zweitens, das ist ja viel komplizierter und komplexer geworden als vorher. Und drittens, da werde ich ja noch schlechter kreditiert als mit den gedruckten Editionen. Das sind eigentlich die Probleme, warum wir die Leute nicht gewinnen können. Und das mittlere Problem, Komplexitätszunahme, ist halt wirklich, wirklich ein Problem. Die Revolution frisst hier fröhlich ihre Kinder. Wer sich sozusagen in einer digitalen Edition versucht, wird von ihr aufgefressen. Weil eben diese Komplexitätszunahme, weil immer mehr erwartet wird, was im Digitalen ja auch möglich ist, dazu führt, dass es noch schwieriger wird. Und wir müssen darauf eine Antwort finden. Und eine der Antworten kann natürlich sein, dass wir diesen Modularisierungspfad gehen. Das heißt, wir müssen sagen, ja, diese Edition ist nicht durch eine Person in 5 Jahren zu leisten, sondern sie bräuchte 20 Leute. Also brauchen wir entweder Teamarbeit, koordinierte Teamarbeit, oder wir brauchen ganz starke Modularisierung, dass wir sagen, meine wissenschaftliche Leistung war die genaue Transkription dieses Textes. Meine wissenschaftliche Leistung war die Textkritik dieser Transkription. Meine wissenschaftliche Leistung war die Tiefenerschließung oder historische Kommentierung dieses Textes. Und meine wissenschaftliche Leistung ist die Konstitution eines neuen Lesevorschlags. Aber damit brauchen wir sozusagen ein neues Umgebungssystem wissenschaftlichen Arbeitens und Kreditierens, das nicht existiert. Und hier breche ich einfach ab. Genau, aber das wäre ein ganz guter Aufschlag für so eine Abschlussrunde, weil tatsächlich die Zeit schon so vorangeschritten ist und wir, glaube ich, noch Stunden drüber diskutieren können, weil ich habe zum Beispiel noch Rezensionswesen oder dann die, wie gehen wir mit der Qualitätskontrolle um, dass wir dann ja auch vielleicht sozusagen andere Zugänge finden, ne, zumal ja hier auch Herausgeber von Riede sitzen. Aber das Gleiche auch nochmal von der Frage von der Service-Seite, weil ich hatte auch von Caroline Odebrecht eine Frage mitgekriegt, ne, also das ist ja zwar
Tools gibt, aber nicht so sagen wirklich den Service, sondern vielleicht sagen auch das Umfeld und die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, digitale Editionen zu erstellen, zu hosten für Geschichtswissenschaften, vielleicht auch nochmal sozusagen eben so eine Barriere sind, was worüber wir sprechen könnten. Aber ich würde trotzdem das jetzt sozusagen tatsächlich in den Richtung leiten, sozusagen, dass vielleicht jeder sozusagen auf dem Podium, Patrick hat ja angefangen, nochmal sagt, sagen, wo für ihn die Reise hingeht, also zu welchem Zweck das Ganze passieren soll, wozu man es braucht oder zumindest wie sich das Ganze danach weiterentwickeln wird aus seiner ganz eigenen Perspektive. Und da Georg seine Hand oben hat, würde ich dann gleich erstmal an Georg geben. Ich würde dem Ole Meiners die Chance geben, bevor wir die Schlussrunde eintreten, auch noch ein Statement zu machen, damit das Publikum nicht abgewürgt wird. Das können wir gerne machen. Mir geht es sozusagen nur, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich häufiger überziehe. Und dem wollte ich sagen, vorbauen. Aber ich glaube, bei so einem spannenden, wichtigen Thema machen wir das einfach. Das wird verwundbar gemacht bei der nächsten Diskussion, wo ich überziehe. Ole Meiners. Dankeschön. Patrick Sahler hat auch das meiste von dem, was ich quasi so ansprechen wollte, vorweggenommen. Also Modularisierung und also diese Frage, wie kriegt man eben genau die Tendenz, die digitale Edition, soweit ich sie wahrnehme, gerade haben, nämlich immer tiefer, immer komplexer, immer mehr erfassen. Mich haben digitale Editionen so ein bisschen verloren, als ich irgendwo, ich weiß nicht, ob es eine Stellenausschreibung oder eine Tagung oder so war, als ich da irgendwo gelesen habe, es ging um die Edition der Notizbücher von Peter Hanke, wo man Lösungen suchte, wie man einen Wassertropfen, der auf dem Papier ist, in TEI möglichst irgendwie anders vernünftig abbilden kann, wo ich mir dachte, so dass, wenn wir da hingehen wollen, dann kriegen wir keinen Text mehr ediert, dann sitzen wir demnächst an jeder Seite, keine Ahnung, eine Woche oder so. Und ich hätte gerne so viel Text wie möglich oder auch andere Daten digital so schnell wie möglich. Das wird dann immer als quick and dirty verschrien, aber eigentlich möchte ich dahin. Und mein Eindruck ist, dass digitale Editionen den Flaschenhals enger machen als breiter. Und ich glaube, dass das, was Patrick Sahler mit Modularisierung gerade skizziert hat, ist halt ein Schritt, der da Abhilfe schaffen kann. Denn ich erlebe es auch so, dass die Leute sagen, ich würde gerne digital edieren, aber das ist für mich nicht zu leisten, deswegen lasse ich das lieber und mache halt nur die inhaltliche Analyse. Und die zweite Frage, also eigentlich die Frage, die da anhängt, ist, wo quasi kriegen wir das, was wir jetzt gerade so ein bisschen als Alternative dazu skizziert haben, was Georg Vogel auch als Alternative dazu skizziert hat, also sowas wie im Prinzip alles, was Computer- und Machine Learning gestützte Textanalyse und Auswertung ist. Wie kriegen wir das mit Edition zusammen? Oder begreifen wir das als Gegensatz dazu? Ist das sozusagen eben nicht Edition? Ist Edition die intellektuelle Erschließung eines Textes in beliebiger Tiefe? Und haben wir als Alternative dazu Historical Big Data und dann mit 95% und noch weniger Genauigkeit, was aber für bestimmte Fragestellungen, die ich zum Beispiel hätte, vielleicht ausreichen würde oder zumindest spannend genug ist und ich wäre bereit, quasi das Risiko dieser Ungenauigkeit zu gehen, wenn ich dafür mehr Daten kriegen würde. Sind die Editionen, um das vielleicht nochmal zuzuspitzen, ein Teil der Lösung oder bin ich dann hier falsch? Das ist ein super Beitrag, den wir genauso sagen, war gut, dass wir das nochmal reingenommen haben, Herr Meiners, weil ich sozusagen dann nochmal den Ton für diese Abschlussrunde setzen kann und dann verkneife ich mir oder sage ganz am Ende noch, was ich noch sagen wollte und gebe sozusagen genau in diesem Sinne dann an Georg ab. Gut, das ist auch ein wunderbarer Aufschlag für das, was mir durch den Kopf schoss. Ich denke, die Frage von Herrn Rohrs und letztlich auch von Ole Meiners muss in der Selbsterkenntnis der Historikerinnen und Historiker liegen, dass sie Fans von Ungenauigkeit sind. Das geht es nur nicht zu. Die einen sind die Ungenauen, die sagen, ich habe ein Beispiel und deshalb ist es so. Und alle 100.000 anderen Beispiele werden nicht diskutiert. Und dann vertieft man sich in die Details dieses Beispiels, zerlegt es und so weiter. Und die anderen sind jetzt zurzeit die sagen, ist mir doch egal, ich habe 100.000 Reiseberichte und ob ich da jetzt mal ein Wort falsch habe oder nicht, so what? Mit den 100.000 Reiseberichten kann ich Sentiment Analysis machen und kann ich Zeitverläufe interpretieren und Ähnliches. Meine Basler Rechnung ist also gewissermaßen ein Zwischenstück, weil natürlich da drin steckt die digitale Edition, lässt es plötzlich einfach, ich kann anfangen, Haushaltsberechnungen irgendwas zu machen. In dem Fall habe ich das Glück, dass die Kolleginnen und Kollegen, die transkribiert haben, denen traue ich sehr, also da ist die Genauigkeit klar. Aber ich glaube, also das ist ein Teil, den wir als Historiker und Historiker, die über der Edition die Ehrlichkeit gewinnen müssen, zu sagen, an welcher Stelle ist uns die Ungenauigkeit, die wir eh haben, erträglich und das dann
explizieren. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, in dem die jetzt die Editionswissenschaft, die Editorik, einfach aufnehmen muss, zu sagen, wir haben jetzt maschinelle Zugänge, die wir einsortieren müssen in das, was wir gewöhnt sind. Und so wie wir uns daran gewöhnt haben, okay, wir müssen plötzlich präzise sein und alle möglichen Dinge genau abgrenzen, weil wir klassifizieren bzw. kategorisieren müssen, müssen wir uns jetzt daran gewöhnen, okay, an welcher Stelle kommt der Mensch, die wissenschaftliche Leistung in die Edition rein? Kommt sie damit rein, dass jemand das klügere Modell trainiert, die bessere Idee hat, wie man einen 5000 Seiten langes Register automatisch liest, dass zum Schluss das Ergebnis nutzbar ist? Ist das eine intellektuelle Leistung, die wir als Beitrag zur Edition wahrnehmen müssen? Das wäre so ein Statement, um diese Sache zu ergänzen. Ich bin ein Riesenfan von dem, was der Patrick sagt, in puncto Modularisierung. Das ist einer der Effekte, die, glaube ich, die digitale Wissenschaften durch die Bank den armen Historikerinnen und Historikern aufgetischt hat. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie nicht mehr alleine alles machen können, sondern dass sie es zusammen machen, dass es Leute gibt, mit denen sie drüber reden. Georg, also ich muss ja über die Zeit wachen. Ja, ich höre ja schon auf. Das wäre sozusagen. Genau. Und, das waren ja wichtige Punkte. Genau, das passt. Genau. Und wenn ich das ganz kurz weiß, gerade auch noch was zu der Modularisierung sage, das eine ist sozusagen die Credits, das andere wäre aber eine technische oder methodische Lösung, wie man sozusagen die unterschiedlichen Schritte auf unterschiedlichen Ebenen auch zusammenbinden kann. Also dass nicht sagen, alles in einem Kontext basieren muss, sonst dass halt der eine das macht, der andere das macht, aber man am Ende die Dinge zusammenführen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, ne? Aber dass du dann sozusagen den Volltext erkannten Text auf der einen Seite hat, das andere ist die Auszeichnung und irgendwie die Dinge zusammenführen kann, ohne dass es in einem gemeinsamen Projektrahmen entstanden ist. Sozusagen, das wäre sozusagen eine technische Herausforderung von Modularisierung. Genau, aber ich möchte sozusagen nach den anderen unbedingt die Gelegenheit geben, nach sozusagen einen letzten Eindruck zu geben und einen letzten Statement zu machen, wo die Reise hingeht. Und dann wäre als nächstes der Christian dran. Mit der Bitte sozusagen, so um eine Minute, damit wir noch nicht dann ganz alleine am Ende da sitzen. Und das ist meine Schuld. Jetzt hast du mich erwischt. Warum bin ich jetzt dran? Weil ich ganz einfach alphabetisch rückwärts lang gehe. Oh wei, okay. Ich bitte noch um zwei Wortmeldungen dazwischen zum Nachdenken. Also wo die Reise hingeht, das ist mir zu große Frage, um sie jetzt übers Knie zu brechen. Sorry. Ja, zumal du es in eine Minute packen sollst. Frau Schubert. Na, ich versuch's mal. Also was mir die Diskussion gezeigt hat, ist, dass der Punkt der Erschließungstiefe im Verhältnis zur Fachspezifik sehr viel wichtiger ist, als ich das vor unserer Diskussion angenommen habe. Dass man da sehr viel genauer hingucken muss auf die Unterschiede. Und in dem Zusammenhang ist natürlich dieser Vorschlag der Modularisierung für die Editionsarbeit von Herrn Saale wohl der richtige Weg. Also das würde ich schon sagen. Da kann man dann auch den von mir hervorgehobenen Punkt der Genauigkeit wahrscheinlich sogar unterbringen. Und am Ende, das wäre in meinen Augen das Ziel, sollte es ein harmonisches Verhältnis von Print- und Digitaleditionen geben. Danke. Sehr schön. Friederike. Ja, ich habe jetzt kein sicheres Statement, wie es weitergeht, weil ich eigentlich immer noch am Nachdenken bin. Und zwar frage ich mich, denke ich über die Komplexität der Editionen nach, die immer komplizierter werden, sei es bei der Erstellung, was die Hürde immer größer macht, aber auch in der Benutzung, was nicht von allen Nutzenden so geschätzt wird. Viele wünschen sich einfach einen möglichst normalisierten Text, um zu lesen. Und gleichzeitig, wenn die Erstellung der Edition jetzt schon so kompliziert ist und momentan noch auf XML und TI begrenzt ist, wer kann noch Editionen bauen, wenn noch neue Technologien wie RDF dazukommen, die meiner Ansicht nach deutlich komplexer sind von der Logik? Das würde ich einfach nur mal in den Raum werfen und vielleicht als Gedanke. Irgendwer muss es machen, irgendwer muss es benutzen und wir machen die Editionen ja nicht für uns selbst. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Und ja, damit würde ich schließen und bedanke mich nochmal, dass ich hier sein durfte. Ja, wollte ich dann auch noch sagen. Danke, dass ihr hier wart. Aber als letztes noch Christian, du
bevor wir die ganze Kiste zupacken. Ja, danke für die extra Zeit. Also ich will optimistisch sein, sage ich mal so, was jetzt das mit dem Beginn der, oder es gibt schon ein geisteswissenschaftliches NFDI-Konsortium, es werden weitere hinzukommen, dass wir wegkommen von dem unabhängig oder nebeneinander oder manchmal auch gegeneinander zu arbeiten, sondern dass man gerade im Bereich Editionen, wo ich einfach viele Gemeinsamkeiten sehe, trotz aller richtigen disziplinspezifischen Einwände, die heute gekommen sind, dass wir uns stärker noch begreifen als eine Community, die wenig Zeit und wenig Geld hat, aber viele gemeinsame Interessen und deshalb die gemeinsamen Daten einfach wirklich besser nutzen muss. Für mich ist eine Print-Edition, die meisten, die ich sehe, ne, da der Briefwechsel und hier das Soldatenfeldtagebuch und so weiter, ist einfach eine super Grundlage für einen Korpustext, den wir dann digital noch besser edieren können. So ist meine Sicht jedenfalls zum Verhältnis Print und Digital. Aber dafür müssen diese Daten nachnutzbar dastehen. Und es kann nicht sein, dass man sowas wie einen Briefwechsel oder ein Reisetagebuch rein digital, rein analog publiziert. Damit müssen wir echt aufhören. Das ist meine Hoffnung. Sehr schön. Aber ich meine, dann haben wir sagen, die Diskussion ja schon zu einem sehr spannenden und prospektiven Ende gebracht, weil am Anfang ging es ja schon sozusagen die Frage, brauchen wir geschichtswissenschaftliche Editionspraktiken und Theorie oder nicht? Und es war sozusagen die Frage, ob das tatsächlich einen Unterschied gibt. Aber wenn man jetzt diesen Aspekt der Modularisierung oder sagen, dieser unterschiedlichen Kompetenzen, unterschiedlichen Interessen, aber auch unterschiedlichen Kompetenzen sehen, dann wäre sozusagen gerade dieser Punkt, dann sagen, stärker zusammenzuarbeiten, indem man genau diese unterschiedlichen Kompetenzen, die sagen, aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen kommen, zusammenführt und eben nicht versucht, dass jeder sagen, die eierlegende Wollmilchsau als Edition herstellt, sondern das beiträgt, was er beitragen kann. Aber sagen, in dem Zusammenspiel, in der Kooperation, dann genau das mehr entsteht, was wir brauchen, um dann wiederum sagen, in unterschiedlichen Kontexten die so entstandenen Texte entweder als sozusagen kommentierte Edition im Close Reading oder als entsprechend aufbereiteten Text, welchen mit entsprechenden Annotationen und so weiter nachnutzen zu können für die unterschiedlichen Methoden, die uns dann zur Verfügung stellen, dass das vielleicht ein ganz guter Weg wäre, die verschiedenen Stränge, die wir am Anfang gesehen haben, tatsächlich in der Diskussion dann zusammenzuführen. Was mich nämlich dann gleich direkt dazu bringt, auf den Vortrag noch vom letzten in diesem Semester hinzuweisen, nächste Woche von Manuel Burkhardt von der Universität Leipzig, wo es genau sozusagen um die Nutzung von den Texten geht, nämlich am Text Reuse Detection am Beispiel dann von Shakespeare-Referenzen. Ja, aber wo genau sozusagen wir den Schritt dann weitergehen, wie wir sagen, mit den Daten oder mit den Texten dann umgehen können und wie wir sie dann brauchen. Das wäre es dann für heute, für die Diskussion, die ich extrem anregend und spannend fand. Und gern, wie man gemerkt hat, noch eine Stunde länger gemacht hätte. Was geht, wenn Sie dann noch in den Kumo-Space kommen? Also ich weiß nicht, ob die, wenn die Referenten bzw. die Diskutanten noch Zeit haben, weil ich dann noch rüber zu gucken, wäre schön. Ansonsten, genau, sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche, sagen zum Finale wieder. Und wenn wir uns jetzt nicht gleich sehen, dann noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ciao. Und genau, danke nochmal an die Diskutanten und alle, die sich beteiligt haben. Sorry, wenn ich das nicht gleich gesagt habe. Ciao. Vielen Dank euch. Ja, danke. Ja, danke dir. Wir hätten noch mehr Publikum gebrauchen können. Also mehr Zeit einfach, damit noch mehr aus dem Publikum auch zu Wort kommen können. Ne? Aber ansonsten, vielen Dank. Es sind ja immer die Falschen da. Das sind ja immer die schon Bekehrten da. Das ist eben, das ist also sowieso ein Problem, ja. Also ich meine, ich habe jetzt Historikertagprogramm mir wieder angeguckt für dieses Jahr und es ist doch ganz klar, man trifft sich in dem Kreis der Überzeugten und redet dann über die Dinge, die man eh schon richtig findet. Und das ist das, ja, das wird. Ja, nee, aber wenn ich gleich einhaken darf, das ist für uns das Problem, also weil wir ja sagen, in For Memory für die Data Culture zuständig sind und wie man genau das sozusagen ändern kann. Wie bringt man die anderen Leute rein? Wie bringt man tatsächlich das Gespräch sozusagen zu denen, die es gar nicht hören wollen? Und das ist eine recht komplexe Sache.